So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Seven vs. Wild Crashed, Folge 4, Gruppendynamik heißt das gute Stück. Wieder mit mir, dem Chris, eurem Digital-Survival-Profi. In Anführungsstrichen natürlich. Und wir legen los, Leute. Wir legen los. Und ich gebe wieder meinen Senf dazu ab. Der Livestream-Chat ist wieder mit am Start. Wir befinden uns Tag 2, 16.13 Uhr. Das ist einfach ein bisschen krank. Wirklich. Nicht gut, ne? Was hast du? Schmerzen, Kopfweh, Heimweh, Kälte. Kannst du nicht mehr. Psyche. Haben wir ja schon mal festgestellt, sagt er ja auch von sich selber, klassischer Dopaminentzug. Ich glaube, das geht voll vielen in dieser Generation so. Einfach dieses, den ganzen Tag, Handy, Fernsehen, alles so Social Media, TikTok, Instagram, schlag mich tot. Die können halt gar nicht mehr ohne. Das ist halt schon krass. Aber die wachsen halt auch so auf. Also die kriegen ja schon mit, keine Ahnung, 5 Handy in die Hand gedrückt, hauptsache sie sind ruhig. Und dann, mach mal, beschäftige dich immer selber. Also ich muss euch sagen, ich bin da ganz froh darüber. Wann hatte ich den ersten PC oder das erste Handy quasi? Oder erste PC. Erste Social Media war, glaube ich, MySpace damals. Und Face. Naja, Yappi gab's noch. Aber da war ich halt auch schon irgendwie 14 oder so. 13, 14. Und hier geht das ja alles viel, viel früher los. Alter, wir waren ja im Heidepark. Nee, Quatsch, im Hansapark am Wochenende. Am Freitag. Und da war eine, die war locker, allerhöchstens 8. Und die hat da TikToks getreten. Angel und ich, wir haben uns angeguckt und dachten uns, ach du Scheiße. Mit 8? Und dann aber schön bauchfreies Top und so. Alter Falter. Und es war kalt, muss man dazu sagen. Also es ist kalt, aber Topwetter war es jetzt nicht, im wahrsten Sinne des Wortes. Wobei es war Topwetter, aber nicht Topwetter. Ihr wisst, was ich meine. So, und Hugo, ganz klar ein Zug. Der stirbt an Langeweile, weil er braucht halt, ja, was zu tun. Kann ich irgendwo nachvollziehen. Ich bin auch jemand, so stillsitzen und so ist halt nicht ganz so meins. Zum Beispiel könnte ich jetzt nicht in Urlaub fahren und 14 Tage am Strand liegen. Das wäre mir viel, viel zu langweilig. Ich muss dann immer irgendwelche Ausflüge machen oder so. Aber das hier ist nochmal was anderes. Was die bei Hugo hätten machen müssen, meiner Meinung nach, ihm Quests geben. Hugo ist halt so ein typischer Zocker, hängt ganz da vorm PC. Gib dem Aufgaben. Beschäftige den ganzen Tag. Sag, Hugo, du holst mir jetzt hier einen Holzstapel, bis der 1 Meter hoch ist. Und dann hat er aber erstmal was zu tun. Da hat er zwar keinen Bock drauf, aber die Langeweile, er hat wenigstens The Quest. Er braucht Beschäftigung. Sag ihm, was er tun soll. Und ich glaube, das hat halt so gar keiner gemacht. Ja. Wir schaffen das alle zusammen, okay? Und wenn du es nicht mehr schaffst, dann ist es auch überhaupt gar nicht schlimm. Ja. Das sind richtig gestörte Bedingungen hier. Ich habe auch keine Ahnung, wie lange ich das schaffe. Und ich weiß, von uns erwartet das wahrscheinlich keiner, dass wir das schaffen. Und genau deshalb wollten wir es denen auch zeigen. Eben, ne? Das ist nämlich das. Und, aber wenn es nicht ist, dann ist es nicht. Und das liegt dann aber nicht an uns oder an unserer Willenskraft, die nicht da ist, sondern daran, dass es einfach fucking schwer hier ist. Ist so, Hugo. Mach mal den Chat wieder an, wenn ihr schön mitmacht. Ich zieh das Ding mit dir alleine durch. Ja, also, Digga, ich kann bei sowas nicht reden, Alter. Ich sollte lieber mein Maul halten. Also, du weißt, ne, wir ziehen es natürlich mit dir bis zum Ende durch. Aber wenn du halt nicht mehr kannst, Digga, dann ist es auch vollkommen okay. Weil kann sein, ich komm morgen auch. Motivationsreden kann sie auf jeden Fall. Wenn es nicht funktioniert, dann machen wir uns halt eine geile Zeit im richtigen Neuseeland. Und das wäre nicht schlimm. Ja. Aber am Ende des Tages sind wir alle gefickt. Ist so. Ist so. Am Ende des Danke, Tages Sandra. Kommst du abends nochmal zu Daddy? Diese Kuscheln. Genau. Dann läuft der Hase wieder. Kannst nachher mit Daddy kuscheln und genau. Dann wird alles wieder gut. Und dann können wir morgen nochmal gucken. Du musst aufpassen, dass ich da nicht neidisch werde. Ja, und wie ist deine Mut gerade, Hugo? Wobei, altersmäßig bei uns. Ich hab nicht verstanden. Wie deine Mut gerade ist. Mein Mut. Gelber. Heiß. Hä?
Yo. Intens. Ich kann mit meinem Mund schießen. Es schießt alles überall hin. Ja. Die Mut. Ja, Mut. Nö. Sehen wir gelb? Wir sehen kein Gelb, oder? Was ist gelb? Die Code Yellow. Ach so, nee, nee. Der hätte sich so geärgert, wenn er da drauf gedrückt heute hätte. Auf jeden Fall nicht. Mal gucken, wie es morgen ist. Ja. Ich würde auch sagen, du guckst, wie es dir geht. Versuch dich noch ein bisschen drauf einzulassen. Ich glaube, dass sich das lohnt. Ich kann es nicht einschätzen mit deiner Kleidung, logischerweise, aber solange es körperlich noch geht, würde ich wirklich versuchen, mich irgendwie drauf einzulassen, weil es kann auch echt cool sein. Ja, das hier ist ja rein psychisch auf jeden Fall. Nur das aushalten und dann wird's, glaube ich, gut. Und wenn es dann nicht gut wird, dann ist auch nicht schlimm, dann gehen wir. Ich muss das lachen. Ja, die sollen die selber hier hingehen. Also ganz ehrlich, wer uns auslacht, dass wir hier, wer die Person auslacht, die hier abbricht, ja, mach mal selber. Aber für bitte. Die Aktion hier hat, und dann lach noch mal. Hat Hugo auf jeden Fall richtig Shitstorm bekommen bei Instagram und so. Unter Bildern haben sie die ganze Zeit geschrieben, Pussy und sonstiges. Was ein bisschen laut, kann das sein? Ah, jetzt kommt hier Fritz seine Mission. It's just like, it's going to be dark now walking down there, and it's going to be way more obvious we're walking down there with lights. It's not the nicest track to walk in the dark. What do you think, how long we need to? I reckon it's going to take us like, probably with filming, probably like 2 hours. Okay, also wir sind jetzt auf dem Weg nach unten, nehmen noch ein bisschen das Restlicht mit, weil es jetzt richtig weit nach unten in den Canyon geht und wir natürlich bei dem Weg hier ein bisschen aufpassen müssen. Wir sind aber in Funkverbindung mit der Sicherheitszentrale, nennen wir sie jetzt einfach mal. Und die haben quasi eine Überwachung auf dem Laptop und zu gucken, wo sind die Teilnehmer. Weil wir natürlich jetzt ziemlich nah, so ungefähr 200 Meter, auf die Teilnehmer rangehen. Die sollen uns nicht mitkriegen. Das heißt, wir machen einen riesen Bogen, um uns von hinten ran zu schleichen. Wir müssen natürlich extrem leise und vorsichtig sein, kein Licht benutzen. Und sollte sich einer der Teilnehmer in Richtung Briefkasten bewegen oder in diese Region, kriegen wir eine Info vorher. Also das ist jetzt eine kleine heikle Mission, weil Priorität 1 ist natürlich, dass die Teilnehmer einfach ungestört sind, davon nichts mitkriegen und ihr Ding machen können. Ich weiß noch nicht, was ich so von Fritz seinen Missionen hier halten soll, weil, ein-, zweimal sehen ist ganz cool, aber... Dass der Fluss da unten natürlich auch ein bisschen unsere Geräusche verdeckt, ne? Wir versuchen natürlich leise zu sein und wir haben auch im Hintergrund immer ein bisschen... Strauchwerk, sodass unsere Silhouetten natürlich nicht irgendwie gesehen werden, weil wir haben jetzt gerade direkten Blickkontakt quasi, aber mit dem bloßen Auge keine Chance. Ja, ist tatsächlich jetzt ein bisschen will auch drin vorkommen. Briefkasten. Hallo Spaßvogel, Folge 4. Ich habe Tracking reinbekommen, dass sich irgendwer am Briefkasten befindet von den Teilnehmern. Aber das ist geil. Schöne Überwachung. Wir gucken ein bisschen mit Thermalsichtgerät von oben, kriegen bei den Fuß. Sind hier auf Standby. Sehr cool. Gucken, Alter, komplett in der Mission. Ey. Warum die das auch in der tiefsten Nacht machen mussten, habe ich auch nicht ganz verstanden. Ja, der Ringe wurde auch gedreht, das stimmt. Hallo Markus, grüße. Ja, aber so eine Dämmerung oder so, weiß ich nicht.
denen willst du im Dunkeln auch nicht begegnen, ja. Das wäre auch geil gewesen, tagsüber und dann mit so einem Ghillie oder so, weißt du, so ein Ghillie-Suit. 5 Stunden braucht er dafür, was? Ja, wir haben die SD-Karten rausgeholt. Tatsächlich waren auch Akkus und ein Ladegerät dabei, was vielleicht kaputt ist oder durch die Kälte entladen. Also auch ein Technikaustausch findet ja darüber statt. Wir wurden nicht gesehen. Alles gut, hat alles geklappt. Es war tatsächlich gerade die Mütze glitzert. Auch weil alles gefroren ist, ging steil bergab, wir sind teilweise weggerutscht. Aber wir haben natürlich den Platz von dem Briefkasten auch so gewählt, dass er so ein bisschen versteckt ist in der Senke, dass wir gutes Cover haben. Also tatsächlich alles nach Plan verlaufen. Und ne, es war kurz vorher an einem Briefkasten. Also haben wir echt Glück, dass noch jemand vom Security oben in den Bergen hockt und mit dem Thermal Vision alles beobachtet hat. Also es war gerade eine absolute Mission, wirklich wie im Film. Fritz hat übrigens selber gesagt, Walking Dead. Walking Dead Feeling. Bin mal gespannt, ob die überhaupt noch irgendwas fangen da mit den Schlingfallen. Zweite Nacht, Freunde. Es wird stündlich mal besser. Gute Nacht, Joey. Sandra. Gute Nacht. Der Joey schläft hier. Ich bin hier. Ah, super. Ich hab Angst. Hat der eigentlich eine Dings in der Hand? Ist das eine Hagebutte? Also, Feuerwache. Es wird stündlich mal besser. Gute Nacht, Joey. Sandra. Das habe ich gar nicht so gecheckt beim ersten Mal. Guck mal, das ist doch eine Hagebutte hier, oder was? Oder was ist das? Chat. Der Joey schläft hier. Ich bin hier. Ah, super. Ich hab Angst. Wusste gar nicht, dass die warm gemacht haben. Also, Feuerwache. Eigentlich so ein Klassiker in so einer Situation, weil wir das Feuer nicht ausgehen lassen dürfen. Wir haben das Feuer heute mit einer Notfackel angemacht und das Holz brennt schlecht, also wirklich schlecht. Sehr feucht und raucht auch extrem stark. Und ja, dadurch, dass wir eben nicht häufig das Feuer anmachen können, derzeit zumindest, müssen wir das Feuer am Leben erhalten und zwar so lange wie möglich, also idealerweise jetzt die restlichen 12 Tage. Wir haben hier wieder gefühlt, was schätzt du, Joe, wie viel Grad minus? Derzeit hat -2, -3, denke ich. -2 nur? Ja. April. Aktuell. Heute Nacht so, was meinst du, was kann... Es dürfte -5 bis -10 sein, aber das lässt sich dann ganz schwer abschätzen. Ja. Ich bereite gerade meinen Schlafsack hier vor. Ich schlafe heute draußen unter dem Flügel. Stefan schläft auch draußen, richtig? Jo, genau neben dir. Und Joe schläft draußen. Und Joey auch. Und Joey auch, genau. Joey schläft dann hier. Und die Mädels, Julia, Sandra und Hugo schlafen dann im Flugzeug. Die Mädels. Die Mädels. Julia, Sandra und Hugo. Euch einen Tipp, schön rumforzen, aber dass es richtig warm bleibt. Ja. Ich habe gar keinen Bock, in den Schlafsack einzusteigen, das ist alles schon so kalt jetzt. So richtig. Ja. Aber ist das denn nur erwiesen, Leute? Ist das erwiesen, dass es mit Klamotten kälter im Schlafsack ist als ohne? Also ich weiß, ich habe sowas auch schon gehört, dass man das machen soll. Aber ist das physikalisch wirklich erwiesen? Dass wenn ich jetzt meine Klamotten ausziehe und nur mit Schlüpper in den Schlafsack gehe, dass mir dann deutlich wärmer wird. Ja, weil irgendwie die Hitze staut sich doch auch zwischen deinem Körper und den Sachen. So Zwiebelprinzip, weißt du, was ich meine? Ich kann mir das noch nicht so vorstellen. Ich will ja nicht sagen, dass Quebec Unrecht hat. Ich habe das ja auch schon gehört und ich habe das auch so im Hinterkopf. Aber ob das wirklich so ist... Ja, aber ist das erwiesen? Gibt's da eine Studie drüber? Also Leute, kleines oder großes Update. Ich bin mit meinen Nerven am Ende. Ich merke, dass ich auf jeden Fall Fieber habe. Ich
Das liegt an dem Material des Schlafsacks. Kommt aus einem Versuch an. Was? Kommt aus einem Versuch an? Auf einen Versuch? Nee, ist ein Mythos. Maba, jetzt hör auf, sowas zu schreiben. Ist wie im Raum mit Menschen. Umso mehr nackte Haut, umso mehr Körperwärme geht raus. Staut sich im Schlafsack. Würde Sinn ergeben. Ja, genau, Matze. Sinn ergeben würde das ja. Aber wiederum habe ich so, gibt's ja auch den Spruch Zwiebelprinzip bei Klamotten. Weißt du, was ich meine? Dass die Wärme länger braucht, um vom Körper wegzugehen. Alles Quatsch. Ich finde, jeder sollte so schlafen, wie er sich wohlfühlt. Spaß, Zugel, du bist raus. Du bist raus. Thema verfehlt. 6 Sätzen. Probieren. Es wird ja langsam kalt draußen. Ich habe aber nicht mal einen Schlafsack. Doch, ich habe einen Schlafsack, aber ich habe keinen. Das ist nur so ein Zeltschlafsack für den Sommer. Wer Studien vertraut, ist selbst schuld. Also ab in der Arktis, ab in den Schlafsack. Gib ihm. Guckt euch das an. Wie soll man hier schlafen? Aber das würde bedeuten... Ha, jetzt kommt meine Gegenthese. Das würde bedeuten, ich schwitze im Sommer weniger, wenn ich mit Klamotten in den Schlafsack gehe. Das wäre dann der Gegenpart. Jetzt seid ihr dran, Chat. Geil. Ich denke, ich würde morgen den gelben Knopf drücken und mich rausholen lassen. Ach, wichtig, Tour, jetzt hoch da. Es ist in der Nacht so kalt. Ich merke, dass meine Waden kurz vorm Wadenkrampf sind. Ich glaube, ich bin noch nie so an meine Grenzen gekommen. Weil mein Kopf sagt, zieh weiter durch, aber mein Körper sagt, geh nach Hause. Und auf was hört man jetzt? Keine Ahnung. Da fehlt ja eventuell noch ein Gegenstand, den sie noch nicht entdeckt haben zum Schlafkomfort. Verstehe ich nicht. Es wird tagsüber wird's okay sein für 4 Stunden, bis die Sonne dann wieder rübergewandert ist. Bei Schlafsäcken gilt, je weniger sie anhaben, desto wärmer ist es. Der Schlafsack erwärmt sich durch die eigene Körperwärme. Habe ich zum Beispiel einen Jogginganzug aus dicker Baumwolle an, friere ich schneller, da die warme Luft nicht richtig durchdringen kann. Fließstoffe sind zu empfehlen, da sie atmungsaktiv sind, wenn es extrem kalt ist. Nackt im Schlafsack ist wirklich am besten. Das heißt ja auch, du heizst den Schlafsack, nicht der Schlafsack dich. Ergo, je mehr du im Schlafsack anhast, desto weniger. Das macht aber keiner da, wa? Also ich hätte es ehrlich gesagt auch nicht gemacht. Wäre auch nicht auf die Idee gekommen. Aber die haben es doch irgendwie ausprobiert, haben sie gesagt. Ich glaube, das sagen die nochmal, dass sie es ausprobiert haben. Und man einfach nutzlos vor diesem Kamin hier sitzt. Der Thomas Joe dann. Was ich halt immer noch nicht verstehe, ist, ja, die haben jetzt ein Feuer an, aber das ist immer nur so ein Flämmchen. Ja, ich darf nicht oben rankommen, aber du kannst halt schon mal ein bisschen mehr Feuer machen. Ich finde, die haben immer nur so ein paar Ästchen da drinne. Okay, für die ganze Arbeit. Joey hat ihn gegraben. Ja. Und, zu mir mit warmem Wasser. Warum gefriert warmes Wasser schneller? Von Tag zu Tag wird es einfach schlimmer. Ich habe nie gehört, den Mem-Pimba-Effekt. Halt kurz davor, so übelste Wadenkrämpfe. So ja, hab ich heute Nacht auch gehabt. Meine Füße haben gekrampft. Also wirklich so die so einen Streckkrampf bekommen. Mhm. Guck mal, da muss immer so sehen, wenn du dich noch beschweren kannst, richtig, also artikuliert, dann ist es noch nicht so schlimm. Klar, es ist vielleicht eintönig die Nacht oder manchmal auch langweilig oder lange und kalt. Ich habe auch nicht verstanden, warum immer nur einer Nachtwache macht. Also die sind jetzt zu zweit, weil sie nicht mehr schlafen kann, aber im Endeffekt macht immer nur einer Nachtwache. Das ist eigentlich auch Quatsch. Mach doch zu zweit und dann unterhalte ich über Gott und die Welt oder spiel irgendwie Tic-Tac-Toe oder Schere, Stein, Papier oder irgend so ein Quatsch halt. Also rein theoretisch könnte sogar der nachts Nachtwache hat, der könnte so ein bisschen Feuer nachlegen und dann Holz holen gehen, weil die haben eine Kopflampe. Nur so mal als Beschäftigungstherapie. Wenn du nicht wirklich abgefrorene Fußzehen holst oder irgendwelche steigfiebrige Erkrankungen oder so, wird dir nichts passieren. Das ist alles nur ein Gefühl. Mit Langeweile hat das auch nichts zu tun, ja. Aber... Nee, das ist ja beim Hugo so, dass er sich irgendwie langweilte. Einfach auch so Unterleibsschmerzen und alles. Das ist einfach alles für zusammen und dann Kabäsch.
Alles gut bei dir, Joey? Alles super. Ja. Gut geschlafen? Ja. 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 Ich auch. Das Ding ist, Joey, den kannst du da nackt hinlegen und er würde dir ja antworten. Also ich habe zwar nicht geschlafen, außer 2 Stunden, aber da habe ich echt, also ich bin recht ausgeruht irgendwie. Ungefähr. Joe, du musst dich heute hinlegen. Du hast seit 2 Tagen nicht geschlafen. Mir geht's aber gut tatsächlich. Und ich kann das, also es, was mich mehr ärgert, ist, dass mir das Feuer fast ausgegangen ist. weil es hat mich gerade eben eine Stunde oder sowas tatsächlich weggenietet. Oh, hier ist schon richtig krass. Und es reicht jetzt aber auch, also vom Schlaf her. Also ich habe draußen gepennt. Ja. Ich habe irgendwann gemerkt, scheiße, wir müssen alle hier rein. Ja. Wir müssen hier den Hang noch größer machen. Weil der ganze Taub, ja, der kommt ja von oben nach unten. Genau, genau. Weil hier ist es fast trocken, ne? Hier, ja, ein bisschen nass. Ja. Das sieht gut aus. Das ist alles noch von draußen. Ja. Habe ich in der Nacht irgendwann gedacht, boah, das ist so arschkalt. Ja, kann ich bestätigen. Ja, das ist echt gut. Boah, ich sehe es schon. Da brennen Socken, da brennen Socken. Junge, der hält aber die Socke in die Flamme. Wir brennen die Socken, aufziehen schnell, du verbrennst die Socken. Ah nee, Alter, echt, jetzt hast du jetzt die Socken verbrannt. Echt? Ja, die sind völlig schwarz, mach's runter, du verbrennst dich gleich. Wir haben wirklich das schlimmste Seven vs. Wild von allen Staffeln, in die ich jetzt reingeschaut habe. Ja, also das wird auch lustig, was so den Anspruch angeht, zu Anführungsstrichen craften, weil wir sind hier das tatsächlich. Ist Minecraft in Real Life. Ja, aber wir sind hier, Minecraft in Real Life, Walzmund. Mit der Basis des Überlebens beschäftigt. Wärmeerhalt und Schutz vor den Elementen. Und wir versuchen zwar mit einfachen Mitteln an Essen ranzukommen, aber derzeit haben wir echt keine Zeit, irgendwie stufenlos einstellbare Topfhalter zu bauen oder so ein Zeug. Ja, da haben wir echt keine Zeit gerade für. Aber es kann sein, dass es nächste Woche lockerer wird. Es kann auch sein, dass es dann einfacher wird mit dem Feuer. Vielleicht bekommen wir zwischendurch mal Feuerstarter oder sowas. Oder? Stimmt, vielleicht kriegen wir heute einen neuen Koffer. Das kann sein. Fritz. Tja, hat er ja gerade reingepackt. Den neuen Funkspruch. In der Nacht- und Nebelaktion. Schwein, 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 Schwein. Einfach aus wie so ein Hausschwein, wa? Guten Morgen, Leute. Ich vermisse ja noch den versprochenen Backofen. Genau das, Dora. Aber kommt noch. Hashtag Spoiler kommt noch. Hat schon mal wer mit einem Netz im Fluss geangelt? Würde sich das anbieten? Aber ich habe noch gar kein Netz, oder? Aber ja, es bietet sich an, so angeln die in Brasilien, weil mein Arbeitskollege aktuell, der ist aus Brasilien, ist ein Brasilianer und die angeln nur mit Netzen. Meine Lippen. Oh, Julias Lippen sehen immer richtig schlimm aus. Es tut so weh. Ich bin seit ein paar Stunden schon wach, aber ich habe die ganze Zeit versucht, irgendwie weiter liegen zu bleiben, damit ich mehr Energie bekomme. Ey, diese Nacht war tatsächlich noch schlimmer als die letzte, weil meine Füße einfach nicht warm geworden sind und ich halt komplett auf Metall lag. Wir müssen unbedingt heute hier alles auspolstern, weil, Junge, meine Unterseite, wo ich drauf lag, tat so unglaublich weh und war so kalt. Und mir wurde richtig schlecht in der Nacht. Ich dachte wirklich, keine Ahnung, 2 Stunden lang, ich muss gleich komplett kotzen und alles geht auf Sandra. Also es war richtig, richtig eklig. Mittlerweile ist das Gefühl weg. Die anderen meinten gerade, dass sie das auch hatten. Das sind die Entzugserscheinungen quasi. Nicht die Entzugserscheinungen, das ist die Umstellung, dass wir halt nichts essen. Deswegen wird einem schlecht. Das ist jetzt zum Glück gerade wieder weg, aber boah, das war richtig eklig. Ich habe die ganze Zeit Magenschmerzen. Ich habe Unterleibsschmerzen extrem. Es ist wirklich unfassbar ekelhaft. Ich versuche die ganze Zeit meine Hand darauf zu halten, so als Wärmekissen, aber bringt auch nichts.
Und ich muss meine Zähne putzen. Es ist einfach so ein widerliches Gefühl. Wir haben gerade entschieden, dass wir alle die eine Zahnbürste benutzen, die wir haben. Keine Ahnung, ob wir zwischendurch so ein heißes Wasser halten oder ein kochendes, damit wir die irgendwie wieder desinfizieren können. Aber im Endeffekt, ganz ehrlich, ist mir auch scheißegal, Hauptsache ich habe eine Zahnbürste. Und ich brauche irgendwann was für meine Lippen. Junge, die sind so unfassbar trocken. Diese Luft, das ist einfach alles hier. Ich habe gerade mal geguckt, ob ich das finde. Zwei. Ich will das schaffen. Aber jede Nacht frage ich mich, wie. Wie? Aber es wird schon. Es kann nur besser werden. Ich würde gerne mal wissen, wo die GoPro Mikrofon hat. Ach, hier vorne, unter der Linse. Wie haben die denn da den Finger drauf? Hat begonnen. Tag 3 hat begonnen, Leute. Yeah. Tag 3. Checker. Chuck Norris. Tatsächlich, unter der Linse. Kann man denn unter der Linse? Ja, doch, wenn du die mit dem Daumen festhältst. Was ich immer im Winter habe, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, also ich kann das mit den Lippen auf jeden Fall nachvollziehen, weil ich habe das manchmal auch. Das fängt dann übelst an mit Brennen. Und ich kriege immer mega trockene Hände, vor allem hier oben drauf. Also wichtig ist tatsächlich, wir müssen uns jetzt bis auf Weiteres, also vielleicht bis Ende von Woche 1, müssen wir uns wirklich aufs Bare Minimum konzentrieren. Wir müssen Holz holen, wir müssen die Matratzen ausbessern. Mhm. Hier die Matratzen draußen, die sind perfekt. Das heißt, wir müssen Gras sammeln, wir müssen... Gras und welche von den von diesen Ästen mit Blättern dran einfach, oder? Genau, genau. Also alles, was auspostet. Aber ich glaube, Chloe hat schon eine Idee. Dann müssen wir hier die zweite Tragfläche für die Feuerwache aufbauen, dass kein Kondens von oben kommt. Und alles andere... Noch ein Dach machen? Genau, ja. Und alles andere können wir wirklich ab Woche 2 machen. Also okay, merken wir uns mal, die wollen noch ein zweites Dach machen. Das ist, wir haben hier nicht den Spielraum einfach, dann großartige Sachen zu machen. Gestern haben wir viel, oder wir haben wir nicht so effizient Holz geholt, wie wir hätten können, glaube ich. Also nicht die Mädels, also ihr wart voll dabei. Nicht so, ich habe stundenlang nur Holz gemacht. Nee, aber wenn wir halt schauen, müssen wir halt wirklich schauen, dass wir zusammen. Das hat Fritz übrigens auch in Folge 1 schon gesagt. Die sind zu siebend, ja. Wenn die zu siebend Holz holen würden, eine Stunde lang, dann ist das so viel, wie ihr sozusagen als eine Person in 7 Stunden an Holz holen könntet. Wenn man sich das einfach mal so überlegt, wie viel Holz das wäre. Aber da sieht man halt, dass sie halt eben nicht zusammen alle Holz holen. Die Kraft da investieren, weil ohne Feuer haben wir echt ein großes Problem. Komplett verloren. Wenn du uns irgendwann gegen Nachmittag, nachdem wir genug Holz gesammelt haben, du uns einmal sagst, was wir an Gemüse hier essen können, ja. Dann versuche ich uns das klein zu schnippeln und uns vielleicht eine kleine Brühe zu machen. Ja, also es ist relativ simpel und da würde ich auch aus Effizienzgründen sagen, jeder verpflegt sich im Marsch selbst mehr oder weniger. Also wenn ihr Holz holt oder sowas und ihr seht dann die entsprechenden Pflanzen, holt euch 10, 20 von denen, bereitet ihr euch zu. Das ist etwas, was ich ganz zu Beginn gesagt habe, Gruppenaussetzung. Auch wichtige Aussage, jeder versorgt sich selber. Wird richtig schwierig, weil die Ressourcen dann extrem knapp sind. Also jetzt loszugehen und für 7 Leute ein Frühstück zu machen, das macht wenig Sinn. Ja, aber das ist ja auch vollkommen okay, dass da jeder für sich selber arbeitet. So, der flying Kameramann macht mal geile Totalaufnahmen, Moment. Er hätte die GoPro umstellen müssen. Aber die Frage ist, ob sie das gesagt bekommen haben. Aber die GoPro hat ja auch 3 oder 2 Linsen auf jeden Fall. Eine davon ist Weitwinkel. Er hätte Weitwinkel nehmen müssen. Hat daran gezoomt. Joe? Siehst du die gerade? Die sind da. Auch. Ah ja, da. Ich hab sie. Ah, Hirsch. Ah, Hirsch, Kuh.
Oh, geil. Ich hab's richtig drauf. Ja, perfekt. Oh mein Gott. Wie cool. Also hier ist alles voll mit denen. Ja. Oh mein Gott. Warte, das muss ich jetzt. Das muss ich jetzt kurz. Wartet. Das finde ich so schnell nicht. Den Eintrag hatte ich so offen. Doch hier. Aber das sind richtige Elche und nicht hier so eine Hirsche wie Rehe wie die da. Mein Gott. Julia, was siehst du? Alles. Also alle drei. Richtig nah. Ey, Leute, ich werd Tierfotografin. Ich sag euch das. Oh, wie süß. Hier ist auch noch ein gutes. Zunge. Spoiler für die Weltreise-Videos. Süß. Oh, ich hab einen richtigen Spoiler. Passt auf. Den verrate ich euch jetzt schon mal. Der meckert mich einfach aus. Ich hab Schiss, dass mich das anspringt. Und dreimal dürft ihr raten, was es getan hat. Ich hab Schiss, dass mich das anspringt. Alter. Der meckert mich einfach aus. Das wollte mich töten, wollte mich das. Dass mich das anspringt. Das wollte mich töten. So, ich bin wieder ein bisschen den Berg hochgelaufen. Ich muss mich jetzt ein bisschen sozial ausgrenzen. Ich muss mich da ein bisschen rausnehmen aus der ganzen Geschichte. Nee, eigentlich überhaupt nicht, Stefan, leider nicht. Ich habe mich ja gerade mit Joey Kelly darüber unterhalten, wie wir vielleicht etwas aktiver auf die Jagd gehen sollten, damit wir ein bisschen Essen ranbekommen. Und hat sich Joe wieder eingemischt und ja. Ja, aber. Wir haben es ja auch gesehen bei Ruthless Cat. Abends kommen die raus. Du brauchst nicht am Tag, wenn sich alles verkriecht, aktiv jagen gehen. Das musst du zur Dämmerung machen. Ich weiß nicht, was mit dem los ist die letzten drei Tage, aber ja, ich weiß auch nicht. Irgendwas ist da im Busch, irgendwas ist da komisch. Ich weiß nicht, was da ein Problem ist. Ich verstehe nicht, warum, egal, was jemand sagt, immer gleich so dumm ist. Also eben. Ja, aber das ist eine schlechte Eigenschaft von Joe, das ist ja klar. Aber ich finde, wie gesagt, ich kann nur noch mal nahelegen, Fritz, seine Reaction zu Folge 1, mega, mega gut. Hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Hut ab, also wirklich eine 5-Sterne Analyse. Und er sagt es auch sehr gut, dass Stefan halt mega Probleme hat, sich in die Gruppe einzubringen und halt viel zu oft weg war, weil immer dann, wenn Gruppengespräche waren, war Stefan nicht dabei. Dann hat die Gruppe schon was entschieden und dann kam Stefan wieder dazu, wusste aber nicht, was entschieden ist, ist deswegen auf Granit gestoßen und ja, irgendwie alles komplett falsche Zeit, falscher Ort immer irgendwie. Nicht aus seinem Munde kommt, das ist richtig crazy. Und das ging ja schon in Frankfurt am Flughafen los. Also es ist ja wirklich 4 Tage Dauerbeschallung. Er hört ja seit 4 Tagen nicht auf zu reden. Seit 4 Tagen erzählt er so, was für ein krasser Typ er ist, was das krass ist, was er für krasse Touren gemacht hat, mit was für krassen Leuten oder mit was für schlechten Leuten, aber er sie alle krass durchgebracht hat. Krass. Es ist eine Dauerbeschallung, die nie aufhört. Ja? Selbst wenn er nachts aufwacht, fängt er an zu labern. Das ist echt schlimm. Ja? Das ist kein Infragestellen seiner Fähigkeit oder so. Weißt du? Das soll auch nicht als Diss rüberkommen oder irgendwie. Sondern ich habe dann halt einfach so irgendwann. Ist mein Speicher halt voll von Dingen, die ich so anhören kann und aufnehmen kann. Und irgendwann ist es einfach gut, ja. Irgendwann ist es einfach gut. Genug in mich gegangen. Ich habe jetzt Wichtigeres zu tun.
Zeig mal. Ich schaue mich hier nochmal ein bisschen um und gucke, wo sich so Opossumhöhlen sein könnten. Aber das ist auch selbstgemachtes Leid. Er hat ja recht, wenn er losgeht, nach Opossumhöhlen gucken und jagen, nenne ich es mal, gibt es nur eine 50-50-Sache. Entweder er kommt ohne was zurück, dann war es für den Arsch, oder er hat was dabei, dann war es gut. Was dazwischen gibt's nicht. So, höchstens doch, wenn er eine Opossumhöhle findet, aber gerade kein Opossum zu Hause ist, dann ist es vielleicht die Mitte, aber er konnte nur gewinnen oder verlieren. Das ist aber selbstgemachtes Leid. Warum hat er sich nicht erstmal in die Gruppe integriert oder hat mal gefragt, was soll ich jetzt als nächstes machen? Hat sich eine Aufgabe geben lassen oder ja, sonstiges. Man sieht ihn halt wirklich auch nur rumpimmeln und Fritz hat ja bestätigt, dass es nicht der Cut ist, der schuld dran ist, sondern das ist halt die Aufnahmen so sind. Fritz kennt wohl alle Aufnahmen und er hat bestätigt, dass es halt nicht verschnitten ist, sondern das ist halt einfach das, was geliefert wurde an Bildmaterial. Also. Warte mal her. Wenigstens immer Holz mitbringen, wäre schon was. Genau, genau, zum Beispiel. Wenn er wenigstens hier oben im Wald rumpimmelt, dann wenigstens Holz mitbringen, ja. Ich verstehe halt auch nicht, wenn die dann mal was mitbringen, dann sind das so 3 Stöcker. Haben die schon mal was von so tragen gehört? Naja, ich war als Kind zu viel im Wald, ich weiß aber. Genauso kleinen Höhlen hier suche ich. Aber die haben es auch schon, eigentlich auch schon festgestellt, dass die viel, viel, viel zu viel Lärm machen, dass da ringsherum schon alles abgehauen sein wird. Hier gibt es Millionen davon. Mich würde auch mal interessieren, hätte er jetzt ein Opossum gesehen? Hätte er es übers Herz gebracht, es zu erschlagen? Ich könnte es nicht, die sind viel zu niedlich. Da könnte einfach hier überall eine Ratte drin sitzen. Jetzt alleine hier rumstochern, die rennt da hinten raus. Aber ich gewonnen. Ja genau, das Feuer riecht man auch extrem weit, ja, und hauen die Viecher auch ab. Guck mal, das ist aber auch immer, also wenn ich jetzt mal, achtet mal jetzt, die kann man ja nochmal zurückspulen, so, 5 Sekunden. Jetzt achtet mal drauf, die Drohnen, der Drohnenflug, ja? Hä? Natürlich ist das niedlich. Also ich finde Opossums niedlich. Hä? Klar! Guck doch! Ich find die süß, guck mal! Hier, so ein kleiner Scheißer, hier, guck mal! Mensch, krieg das mal ein großes Bild! Da! Ich find die süß! Guck mal! Sowas willst du totknüppeln? Nee! Die armen Viecher! Ja, so. Du hast keine Ahnung vom Jagen. Ne? Also der hat den Jagdschein, nicht du. Also es ist. Die sind da aber ohne Ohr am Ende. Du meinst Possums dann? Nicht Opossum, sondern Possum. Die sieht doch genauso aus, hä? Komm, Chat. Wer findet die süß? Macht mal Plus und Minus in Chat. Plus ja, Minus nein. Du bist halt ein Stadtkind, ich bin überhaupt kein Stadtkind. Wie kommst du darauf, dass ich ein Stadtkind bin? Hä? Sowas würdet ihr was zuleide tun? Nee. Ja, die sehen halt aus ein bisschen wie so eine Ratte, aber trotzdem, wenn die sich eigentlich anguckt und zittert und so, so kleines Ding da. Die können bestimmt gut zubeißen. Das mag ja sein, aber
Guck mal, die meisten finden es süß. Ich kann nicht einmal auf eine Spinne treten. Na gut, das liegt ja bestimmt daran, dass ich ekel. Zwar Spaßvogel, wie kommst du jetzt drauf, dass ich Stadtkind bin? Was stimmt mit dir nicht? Ich habe gestern noch mein Schnitzel gestreichelt und gesagt, Tim, tut mir leid. Alter. Heute Morgen. Aber ich habe auch schon mal ein Kaninchen gegessen, was ich vorher kannte. Ein bisschen der Krankenplatz war wirklich so ein Blödsinn. Aber hier, jetzt wird wieder hinter der... Unsere Aufgaben. Das sind jetzt wieder so eine Sache, da bin ich auch mal gespannt, was Herr Meinecke dazu sagt, weil da kann er eigentlich nicht neutral bleiben. Weil das ist jetzt auch wieder so ein Ding, also wir wollten ja hier auch gleich mal gucken nochmal mit dem Drohnenflug. Da waren wir stehen geblieben. Aber wenn die jetzt schon wieder hinterm Rücken lästern, ist halt... So, jetzt achtet mal auf den Drohnen, den Drohnenflug. Das ist schon ein Stück. Hier langlaufen, Alter. Also das sind doch Minimum 10 Minuten, die du da läufst. Und dann Berg hoch, Berg runter. Das ist schon krass. Ja, so. Du hast keine Ahnung vom Jagen. Siehst du, das ist halt so, dass ich hätte das aber auch nicht von Joey gedacht. Ich hätte nicht gedacht, dass Joey sich hinreißen lässt, hinterm Rücken zu lästern. Bin ich ehrlich. Ne? Also, der hat den Jagdschein, nicht du. Also es ist heute Morgen hat ein bisschen der Krankenplatz, weil wirklich so ein Blödsinn gerührt wird. Aber warum hat man das nicht gefilmt? Und wenn es gefilmt wurde, ist das ein wichtiger Bestandteil, es mit reinzunehmen. Wir haben hier unsere Aufgaben, die müssen wir halt irgendwie machen und fast alle beteiligen sich und dann wird halt wirklich gefährliches Zeug geredet. Er hat keinen Plan. Es geht nur darum, Bühne zu machen. Ja. Es geht nur darum, halt quasi Show. Irgendwie nur Show, irgendwie hier Seven vs. Wild hier Placement zu bekommen. Irgendwie, jetzt machen wir Fischen, jetzt machen wir das funktioniert ja alles. Jagen also, mit Knüppel und. Wenn man sich das anschaut, sieht man, dass da hinten und vorne die Basis nicht fehlt. Man erzählt halt Sachen, die überhaupt nicht stimmen. Aber das ist seine Inbrunst und das Ding ist, das kann gefährlich werden. Das kann gefährlich werden. Also Nummer eins, wenn wir jetzt seine Matratzen gebaut. Das würde ich halt aber auch nicht sagen, dass alles, was er sagt, sinnlos ist und falsch und gefährlich. Er hat ja recht, man muss es ja versuchen. So, und es müssen ja nicht 7 Leute vorm Feuer sitzen, so wie das die meiste Zeit der Fall ist. Aber wisst ihr, was ich gerade sehe? Ist ja das hier nicht sogar? Boah, das ist doch schon wieder so mies eigentlich. Ist wie mit diesem Feuerborn, der steht im Hintergrund und dann, ja, Feuerborn ist jetzt aktuell eh Schwachsinn. So, dass er es mit Absicht hört und checkt. Und jetzt sieht er doch auch schon wieder, dass hier geredet wird. Hätten oder seine den Umzug gemacht hätten, da wären alle Mädels wären draußen. Plus Hugo. Ja, klar, keine Chance. Moin, meine lieben Wutzer, was geht? Ich bin's wieder, euer Flying Uwe und heute mit dabei. Mein Hurensohn. Wir haben eine Tonaufnahme wieder gefunden. Inklusive Batterien. Falls unser Funkgerät, unser Rekorder leer ist. Denkt man durch die Kälte halt auch, ne? Entlädt sich alles wahrscheinlich ganz schnell. Ja, ich bin gespannt. Vielleicht dürfen wir den nächsten Koffer suchen. Oder ja, irgendwie so. Irgendwie so. Irgendwas wird es sein. Auf jeden Fall ist das eine positive Nachricht, weil Tonband heißt in unserem Fall, also denken wir, ist ja jetzt gerade unser zweites, dass es halt was Positives gibt. Es gibt einfach irgendwas. Und ein Irgendwas kann immer noch Hoffnung sein, eine Aufmunterung oder sonst was. Ich bleib dabei übrigens bis jetzt, auch bis Folge 8, wir sind jetzt bei Folge 4 hier, aber Folge 8 habe ich natürlich schon geguckt. Bis Folge 8 kann ich schon mal spoilern. Einfach der sympathischste bis jetzt bei Seven vs. Wild crashed, ist einfach Flying Uwe. Das ist einfach ein Fakt. Meine Fresse, ist das anstrengend. Das alles so für eine scheiß Tonaufnahme. Hier, dann da hinten wieder hoch. Oh Gott. Man muss ehrlich sagen, es ist hier wirklich
eine reinste Zumutung und das ist so. Und ja, das, ich glaube, das war auch nicht so geplant, dass es so eine krasse Zumutung ist. Ja, und ich sag dir, Julia, meine Füße brennen mir den Arsch ab. Und das Letzte, was mir noch fehlt, ist irgendwie Streit, Gruppenbildung oder sowas, weil das setzt mich selber auch irgendwie unter Druck. Voll. So, und sowas hasse ich. Mal krass, dass sie da eigentlich schon von Streit und Gruppenbildung reden. Also da muss ja irgendwas schon am Morgen ja vorgefallen sein, was man jetzt in den Videos zumindest nicht sieht. Das finde ich ein bisschen, haben die hier beiden ja auch erwähnt. Heute Morgen hat er da übelst eine Show gemacht und bla blieb blub und alles, was er erzählt, das war kacke. Sie sagt jetzt auch wieder hier mit Krüppchenbildung und hat sie gar keinen Bock auf Streit und Stress. Irgendwas muss Vormittag oder morgens halt da noch passiert sein. Und meine Zuschauer, die mich kennen, wissen das. Und ja, ich hoffe, wir finden da irgendwie schnell eine Lösung. Und tatsächlich hat sie recht. Fritz hat bestätigt, so krass war es tatsächlich nicht geplant. In der ganzen Woche davor, wo es quasi aufgebaut wurde und vorbereitet wurde mit den Koffern und dem Flugzeug und so, war da nichts weiß. Da war noch alles quasi nicht so frostig und die Temperaturen ein bisschen wärmer. Genau in der Woche, wo sie ausgesetzt wurden, ist es runtergetroppt. Ist eigentlich auch krass. Sammeln wir alle zusammen wieder unsere Hölzer für einen guten Kaminabend. Ja. Ich hab Neuigkeiten. Aber die legen da wirklich nichts hin zum Trocknen, wa? Der Joe ist nicht da. Sollen wir auf ihn warten oder machen? Wo ist er denn? Ich weiß es nicht. Joe wollte nach den Schlingen gucken. Die eine Schlinge scheint noch zu stehen. Ne, ich sehe sie nicht. Hoffentlich nicht abgerissen. Das wäre doof. Ne, die eine Schlinge steht noch. Zwei. Ja, du kannst einfach beides sagen. Du kannst sagen, Joe war manipulativ und Stefan war einfach ein Kommunikationswrack. Das ist einfach Fakt. Ich kann nicht die Gruppe verlassen, ohne zu sagen, dass ich abhaue. Das mache ich auch nicht. Also wenn zum Beispiel auf Arbeit, ja, wenn ich irgendwo hingehe, dann sage ich auch kurz Bescheid, jo, ich bin mal kurz da und da oder so. Das macht man einfach so, weil damit andere einen auch nicht suchen oder lass mal jetzt auf Arbeit, nehme ich mal als Beispiel, es geht ein Feuer los oder so, dann wissen die nicht, wo du bist oder sonstiges bei Feueralarm. Also ich finde, man sollte sich immer mal kurz einfach nur mal so kurzen Status, eine Statusmeldung. Ist schon wichtig. Man muss sich nicht immer abmelden und sagen, jo, Chef, ich geh jetzt kacken, sondern ihr wisst, was ich meine. Wenn man jetzt mal länger als eine halbe Stunde weg ist, weil man, was weiß ich, in ein anderes Stockwerk geht, zu irgendeinem Kunden oder so, dann sollte man schon mal Bescheid sagen. Er hätte sich ja jetzt auch keinen Zacken aus der Krone gebrochen, er muss das ja nicht Joe sagen. Er kann ja einfach zu Julia oder Uwe sagen oder Hugo, jo, ich bin mal oben kurz scouten bei dem Wald. Also, weiß ich nicht. Ja, das ist schön. Die Szene vom Frankfurter Flughafen muss immer dazu genannt werden, wo Joe dem Stefan angekündigt, ihn zu entzaubern. Ja, ich weiß aber nicht mehr, wo ich das aufgeschnappt habe. War das bei Nike's Name? Also ja, angeblich soll Joe zu Stefan gesagt haben, er wird ihn in der gesamten Seven vs. Wild Staffel entzaubern. Was finde ich schon eine krasse Ansage ist, weil entzaubern heißt eigentlich bloßstellen und zeigen, dass er nichts kann. Das ist fein. Genau, so Holz brauchen wir in seinen Mengen. So, das denn jetzt? Da taucht ja einfach HP, Drucker, Gedöns, Scheiß auf. Ach, geil. Aber mal ehrlich, das mit den drei Schlingen, die er da aufgebaut hat, damit fängt er doch nie was. Naja, man kann damit was fangen, aber dann muss es halt ganz dämlich da reinrennen. Mit Geweih oder mit sich verzuzeln mit den Hinterläufen, keine Ahnung. Oh Gott, das ist fest. Das meinte ich vorhin mit, er hat ihn leicht gemacht, das stimmt. Das hier ist aber auch gefährlich, was er da macht. Da brauchst du nur Scheiße abrutschen. Oh Gott. Aua, das tat weh. Ja. Aber trockener Bruchhals. Trockenes Hals. Ah, jetzt habe ich mich ein bisschen angehauen. Naja. Ja, so schon eher, aber das mit dem beide Beine drauf und dann nach unten, Alter. Ah, fuck. Wir sind noch bei den kleinen Schlingen.
Du Spoiler. Hä? Weiß ich doch nicht mehr, ist doch scheißegal. Vielleicht ist doch er der Code Red, ne? Ich weiß ja, wer es ist. Das ist aber auch dumm, oder? Du erfährst es, du weißt, wie lange jemand drinne war, bist bei anderen im Stream, auch noch bei 8 Streamern, große Streamer, und spoilerst es einfach. Das ist halt schon hart. Würde mich nicht wundern, wenn Ronny irgendwann nicht mehr eingeladen wird, weil es so eine Quatschtasche ist. Das ist rutschig. Ich hab mich immer an den... Morgen weiß ich es auch. Soll ich dir sagen, Creeper, ich schreib's dir im Discord. Brauchst du nur ja sagen. Spuren, die wir hier angelegt haben. Kann dir sogar sagen, was er angeblich hat. Wildwechseln gesetzt. Und die sind normalerweise relativ oder sie. Fest. Ich würde sagen, dass wir es uns schon mal anhören, damit wir vielleicht direkt jetzt drauf reagieren können. Guck mal, hinten die Arschpopo-Pflanze hat, aber ist auch schon gefroren, krass. Je nachdem, was es ist und das schon holen können, bis Joe wieder da ist, oder? War eine gute Idee. Das Ding ist ja, wir können ja zweimal anhören, das Ganze. Ja, genau, wir können sie mir danach zeigen. Ja. Und Stefan auch, wenn der irgendwann kommt. Wo ist der Rekorder eigentlich? Bitte? Der Rekorder? Der Rekorder ist, Der muss doch immer da drin sein, oder? In der schwarzen Kiste. Hier vorne. Hier? Da ist der. Hä, ich dachte, das wäre festgeschraubt. Hier drin? Haben sie es abgerissen? Ich dachte, das Funkgerät wäre am Flugzeug... angeschraubt. Boah, alles abgefroren. Ui. Okay. Das ist jetzt sehr spannend. Das geht um alles oder nichts. Ich hoffe, da ist erstmal eine Entschuldigung drin, dass es so kalt ist. Aber es ist auch krass, wenn das eine Woche vorher noch wärmer war, kein Frost und so. Schon hart. Hätten sie es eine Woche eher gemacht, wäre es besser gewesen. Oder auch nicht. Flugspruch 2. Oh. Werkzeugkoffer. Oh. Standort. 400 Meter. Da muss man auch wieder sagen, ihre Lippen sehen wirklich nicht gut aus, Alter. Meter Luftlinie in Richtung Nordost vom Flugzeug aus. Laufdistanz ca. 600 Meter. Wegbeschreibung. Lauf erst auf eurer Seite des Flusses ca. 250 Meter. Flussabwärts Richtung Osten. Dort stoßt ihr auf einen kleinen Bach, der aus Richtung Norden im Fluss mündet. Folgt diesem Bach ca. 350 Meter bis zu einem 6 Meter hohen Wasserfall. Dort befindet sich ein Koffer an einem Baum. Da waren wir doch, oder? Also nicht der Wasserfall, aber den Bach, den er meint. Okay. Hat jemand schon mal jetzt einen Wasserfall gesehen die Tage? Wasserfall nicht, aber ich will wissen, welcher Bach. Ja. Okay, das heißt, wer will denn gehen? Ich würde gehen. Also ich würde auch gehen, weil ich gehe jetzt davon aus, dass Hugo und ich da schon fast waren. Ja. So. Okay. Stimmt, die Folge war das. Na, da könnt ihr euch ja jetzt auf was einstellen. Auf großes Kopfschütteln. Dann Hugo. Aufs Neue. Ich gehe nochmal Hände aufwärmen. Checkst du? Du hast doch Handschuhe, ich hab gar keine. Warum hast du eigentlich keine? Weil ich so hart sein will wie Joey Kelly. Boah, Gänsehaut. Der ist aber gut, weil ich so hart sein will wie Joey Kelly. Oh, Digga. So, wir kriegen eine Werkzeugkiste. Vielleicht haben wir Glück und da ist auch ein Feuer Magnesiumstarter. Aber selbst wenn nicht, eine Säge wäre genial. Das also für eine Säge würde ich auch nicht gestehen. Ja, eine Säge, ja. Können wir hier die Bäume. Ja. Und dann können wir uns Schutz. Ja, man macht das automatisch, Dora, weil man macht automatisch dann immer. Schluss machen, ja, das wäre sehr cool. Das wird genial. Ich fand den Marsch der beiden spannend. Okay. Danke, Fritz. Ich fand den ein bisschen nervig, Spaßvogel, aber dazu kommen wir gleich. Es geht weiter. Richtung Werkzeugkoffer. Ganz langsam gehen, keine Energie verschwenden, weil da ist eh nichts zu essen drin. Gehe ich von aus einfach. Wir haben gerade über eine Säge spekuliert.
Oder ein Feuerzünder. Hugo, was denkst du, was da drin? Ein Gameboy Color. Ich will Sachen sagen, aber ich weiß nicht, ob sie erlaubt sind. Ja, hoffen wir mal, das echt. Eine Säge, ja, okay, ist nett, aber im Endeffekt brauchen wir noch viel mehr. Ja, schauen wir mal. Retalk jetzt. Gibt da schon 8 Folgen ab, oder? Was, warum Werkzeug? Brauchen wir gar nicht. Was? Oder? Da sieht man, dass er auch keine Ahnung hat. Wenn Juck Werkzeug ist. Ja, ich brauch Essen, ich brauch Wärme, wir brauchen bessere Schlafsäcke. Lackschuh Fritz, bitte. Gibt doch irgendwas. Aber vielleicht ist in dem Werkzeugkasten einfach, keine Ahnung, voll die Snacks drin. Fleisch zum Grillen, wer weiß. Ja, das so, ist doch kein Werkzeug. Ja, für so als Verarsche. So. Okay, jetzt müssen wir hier wieder hoch, ne? Jetzt müssen wir hier wieder hoch. Dann sind wir so, ja, dauert noch. Fast, ja. Ich schau mal auf den Weg hier. Seht ihr den Trampelpfad? Und hier geht es direkt runter, abwärts. Schön auf die Schnauze fallen. Das ist echt nicht ungefährlich. Schön auf die Schnauze fallen. Das ist sehr, sehr gefährlich. Kannst du direkt abrutschen und bist dann direkt da drin. Ja, dass Stefan den noch nicht aus Versehen gefunden hat. Stimmt, der ist ja immer noch auf dem Possumjagd, oder? Ich habe mich jetzt dazu entschieden, einfach auf Spaß jetzt mal zu schauen, wie kompliziert das ist, hier ein Feuer zu bohren. Also im Sinne von, schaffe ich. So, hier ein kleines Loch reingemacht. Aber wieso denn schon wieder? Das ist jetzt das dritte Mal? Und jetzt geht es wieder los. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich raff's nicht, wirklich nicht, ey. Ja, okay, seine Aussage war, das waren vielleicht 15 Minuten, die er das probiert hat. Aber in den 15 Minuten hätte man noch produktiver sein können. Hier sitzt ein Stein, auf dem ein Bohrbrett aufliegt. Dieses Bohrbrett wiederum wird von diesem Holz gehalten. Er ist etwas verbohrt, was das Thema angeht, ja. Aber er hat doch auch gar keinen Zunder da. Also ja, Qualm tut's, aber ich sehe da auch keine Glut. Farbe, Abrieb, perfekt. Alles perfekt eigentlich. Ja. Aber das letzte Fündchen Glück hat jetzt gerade gefehlt. So, jetzt gehe ich noch ein Stück hier rüber. Ja, damit uns das Pulver nicht so abhaut. Ist auch ein bisschen wenig Abrieb. Wir sind noch im Materialtest. Wir sind ja immer noch in der Probephase. So, ich bereite mal vor und dann geht's Nummer 2. Ja, also da muss man schon sagen, ich glaube, das ist auch ein bisschen zu viel Show. Also da will er irgendwie... Weiß ich nicht. Pyromane. 3 Tage Probefahrt. Stimmt. Also das müssen wir ja jetzt einfach direkt. Und vor allem, er könnte ja auch tagsüber den Leuten helfen und das abends machen, oder? Seine Rumtesterei. Nur mal so als Idee. So als Feierabend-Hobby. Da rein. Let's go. Dann halten wir jetzt mal die Augen auf hier. Auf dem Baum. Hier sind viele Bäume, Bro. Ja. Wie viele Meter noch mal rein? Dann so 300 oder so, ne?
ich kann nicht auch nicht mehr. Grüß ein bisschen. Grüß vielleicht. Ich weiß gar nicht, weil es weh tut, sondern weil alles selber so schlimm ist. Ja. Ja. Oh Mann. Es ist wirklich schlimm, ja. Also, motivieren kann Sandra. Hugo ist nicht schlimm, wenn du raus bist. Morgen komme ich nach. Und jetzt, ich heule gar nicht, weil es weh tut, sondern weil es so schlimm ist. Ja, es ist wirklich schlimm. Das ist so geil. Das ist wie wenn so ein Kind hinfällt, du hingehst und sagst, du musst jetzt heulen, das tut bestimmt ganz doll weh. Oh. Ich kann nicht mal mehr ein Holz abbrechen, ohne gegen das Zeug zu knallen. Was ist das für eine Scheiße? Wenn ihr das gerade gesehen hättet, ne? Ich habe ein Stück Holz abgebrochen und bin einfach um 180 Grad habe ich mich gedreht und bin gegen diese Kante hier komplett mit meiner Fresse. Aber da wird jetzt übrigens spekuliert, ob die da gebrochen war. Mal so alt. Komplett gegengeknallt. Ist hier ganz leicht geschwollen. Ja, ist auf jeden Fall. Boah, ich zeig's mal ganz kurz, Julia. Oh, Junge. Ja. Sind meine Finger kalt genug? Ja. Das ist auch nicht gut, dass sie kalt... Ich will nicht wissen, wo die Finger vorher waren. Danke. Stimmt, das guck mal, ist, aber die auch die Lippen, wa? Also die tut mir auch ein bisschen leid. Die hat alles. Ich würde ein bisschen Schnee oder sowas. Also ja, hier ist auch kalt. Ja, ich stell dir vor, hätte jetzt noch eine Platzwunde mir geholt, ey. Ja, würden wir reparieren, würden wir hin. Ja. Ah, nee, alles gut. Okay, jetzt weitermachen. Weitermachen, ja. Oh, danke. Danke, Joe. Oh, Junge. Scheiße hier. Ohne Spaß. Sollen wir es einfach mal schreien? Ich glaube, einmal Emotionen rauslassen lassen. Komm. Okay. Oh, Junge. Okay. Jeder einmal. Drei Zeit. Wie das mit Fuck? Okay. Alle drei zusammen. Eins, zwei, drei. Nein! Niemand das war gutes Timing. Okay. Eins, zwei, drei. Fuck! Joey, du auch. Das ist die beste Reaktion. Joey, du auch. Wie so ein Wookie, Leute. Pass auf. Joey, du auch. Einfach mal Emotionen rauslassen, Alter. Alles gut. Ja. Oh, ja. Uns kann nichts passieren, das ist okay. Und wir kriegen jetzt Werkzeug. Das heißt, ich muss nicht mehr brechen. Ja. Alles wird gut. Alles wird gut. Oh mein Gott. Weiß gar nicht, wo meine gebrochen war, habe ich aber auch noch schnaufen können, Dora. Oh. Digga, was ist das für ein Scheißweg? Bist du über Fluss? Ja, hier ist. Bist du über Fluss? Ich wäre ehrlich gesagt auch da drüber gegangen. Du kommst doch hier perfekt lang. Ja. Na gut, dann bist du da drüben. Ich hätte mal ein bisschen vorausschauend geguckt, weil hier geht's auch nicht weiter, glaube ich. Hier ist scheiße, oder? Ich glaube, nur hier durch. Ich hasse dieses Scheißformat. Ja, aber der heult auch schon ein bisschen viel, muss man sagen. Da drüber. Ja. Traumatisiert das alles aber auch ganz schön. Weiter geht's. Das wär's gewesen. So, ich würde da nicht drauf gehen. Ja. Geh einfach da drüber. Aber hier hat man so einen Überblick von beiden Seiten. Das ist voll geil, wenn du hier so entlangläufst. Der Junge war noch nie im Wald, ich glaube auch. Das Leben ist... Digga, ist das Gras? Ist das Gras? Gras? Ja.
Ja, aber daher weißt du wenigstens, dass Hugo noch nie gekifft hat. Zumindest weiß er nicht, wie Gras aussieht, Alter. Ah. Moos meinst du? Nee, Gras. Wo ist Gras? Da. Junge, jeder Mensch kennt Farn. Warte, ich komm. Lass kiffen. Hast du schon mal gekifft? Ach, du meinst Marihuana, meinst du? Ja, Gras halt. Nein, nein, das sind nicht die Pflanzen. Hast du schon mal gekifft? Weiß ich nicht. Wie, weißt du nicht? Aber es sind definitiv keine Hanfpflanzen, Digga. Das sieht aber so aus. Nee, nee, die sehen aus. Hierbei handelt es sich um Farn und in Neuseeland gibt es zahlreiche verschiedene Farne, die in Notzeiten von den Maori als Nahrung genutzt worden sind. Echt, die kann man essen? Also die da auch? Anders aus. Da muss man aber aufpassen, es gibt doch giftige. Achso. Hätte ich dir schon was erzählt. So, warte mal, hier. Nee, wir müssen einfach, Digga, wir müssen viel, wir müssen 600 Meter, Bruder. Wir haben vielleicht 50. Ja, aber... Okay, wir sind close, wir hören Wasserfall. Ja, 100%. Okay. Hörst du's? Ach, scheiße, kann auch sein, fuck. Das ist aber auch ein Wasserfall. Alter, ich hoffe, ich gehe aufs Maul, Alter, meine Lichter knipsen aus. Spaß. So, ich mach mal das den Übergang zu. Ganz geil. Von dem Blech. Ich habe mir gestern unter meiner Matratze habe ich das Blech weggemacht. Ja. Ich würde diese Klappe ja? noch nicht wegmachen. Nee, die würde ich lassen. Das heißt, du willst. Hier. Ich würde zwischendurch, bis wir da was gemacht haben, würde ich hier ein Blech reinrödeln mit Top. Leine. Top. Weil dann hat man ein bisschen den Zugsberg. Frag mich, wie er da Löcher reingekriegt hat. Falls es wirklich hier... Wieso Chaos? Was meinst du damit? ...regnet, schneit, windet, Sturm, dann haben wir einen Schutz, wo wir mit 7 Leute quasi hier drinnen halt überleben würden. Ja, das wird dann sehr kuschelig. 6 Meter Wasserfall, nicht 6 Zentimeter. Ja, gut. Ja. Das ist dann... So, ist wie so eine Biwakschachtel in den Bergen, ist das so? Genau, so eine Blechhütte. Ja, genau. Naja, eine Biwakhütte in den Bergen ist aber, glaube ich, nicht aus Blech, sondern aus Holz, oder? Aber hat zumindest auf jeden Fall einen Kamin drin. Wir sehen den Wasserfall. Guckt ihn euch an. Oh, was ein schöner Wasserfall. Wow. Ja, das ist doch kein Wasserfall. Das ist ein kleiner Wasserfall, siehst du? Aber ganz klein die. Ja. Da, wo das Wasser fällt, ist ein Wasserfall. Und das weiter. Aber hat er im Dings das gesagt, 6 Meter in der Kassette? 100%. Ja. Oh, voll. Können wir hier hoch? Auf einen Baum. Das kann ja links oder rechts sein. Lass uns aufteilen. Okay, ich gehe links. Okay. Alright, ich hätte gerne die Umgebung nochmal gesehen. Ich merke so richtig, wie meine Kraft. Oh, Puta. Meine Kraft verlässt mich. Oh, nein. Oh. Der immer mit seinem Rumgestöhne, das nervt ein bisschen. No Food Challenge gemacht. Ich musste nach Tag 5 abbrechen. Wir haben jetzt Tag 3. Also eigentlich müsste ich noch 2 Tage durchhalten auf jeden Fall. Aber ich bin locker Re-Rap 30 km/h, wollte ich gerade sagen, Kilometer gelaufen. Das ist crazy. Digga, guck mal, wo ich hier lang gehe. Was ist das? Ich frage mich halt auch, aua. Warum? Digga, das sieht so aus wie diese kleinen Büsche,
wo man immer Ball suchen muss. Fußball. Oh, ich fall um. Oh, das ist so krass. Der Typ ist einfach so los. Ich halte es nicht aus. Das ist Wald. Ja. Aber hey, er ist reich. Ja, du wirst gleich sterben. Ich steh auf, Mensch. Aufstehen, Krone richten, weitermachen, oder wie war das? Weiter. Das, lieber Höhlenmensch, das ist Wald. Der, guck mal, wo ich bin. Da ist Uwe. Scheiße, wenn ich hier aufs Maul gehe, bin ich tot. Ich hab das Ding jetzt hier nochmal angespitzt. Von einem Losten zum anderen Losten, Alter. Ein neues Loch. Oh, Mann. Vorbereitet, das muss ich jetzt einbohren. Ich finde, das ist mit die schlimmste Folge bis jetzt. Von ganz Seven vs. Riot. Bohren, 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 Feuer, bohren, bohren, bohren. Oh, Junge, was? Das ist so ein richtiges Ding. Wie man sehen kann. Ah, das ist richtig aufgerissen, ey. Aber er muss doch selber zugeben, dass da nichts glüht. Da glimmt ja nichts. Ich meine, das qualmt ja schön und gut. Verbraucht natürlich auch ordentlich Kalorien. Aber wenn da keine Glut ist, dann nützt dir das halt vorn und hinten absolut nicht. Perfekt. Fehlt mir einfach dieser Millimeter, ne? Da gibt es ja eigentlich zu, oder? War nicht mal die Diskussion, da war Glut, nee, da war keine Glut. Jetzt gibt er ja eigentlich zu, es fehlt dieser Millimeter. Also war da keine Glut. Das halbe Grad. Man muss ja immer von allem, was man tut, einen Lerneffekt mitnehmen. Der Lerneffekt ist, ich drück zu fest, glaube ich. Als ich meinen lockerer gelassen habe, weil das Holz halt wirklich, es kommt mir vor wie Karton. Das Holz kommt mir vor wie Karton. So weich ist es. Das ist irre. Na, ich denke mir mal was aus. Ich denke mal drüber nach. Versuche das Ganze nochmal zu reflektieren. Pack das jetzt ein. Und dann geht's weiter. Das wirkt aber auch so ein bisschen, naja, komme ich heute nicht. Komme ich morgen. Was kostet die Welt? Ich habe ja noch 12 Tage. Der Superfund. Chaga. Schau dir das mal an. Der Chaga-Pilz ist ein parasitärer Pilz, der vor allem auf Birkenbäumen in kalten Klimazonen wächst. Was für ein Ich glaube, den kann man ganz geil als Zunder nehmen, oder? War das nicht der? Dass der übelst krass brennt? Riesenteil. Ultra krass. Da hinten schreit irgendjemand. Irgendjemand ist gut. Wer wird's wohl sein? Ich verstehe halt auch echt nicht. Warte mal. Statt auf den Stein sich zu stellen, wa? Ach, das vielleicht mit Absicht? Ist doch die dümmste Position, wo du deinen Fuß hinstellen kannst, jetzt mal ohne Witz. Entweder stellst du ihn auf den Stein oder du machst einen Schritt, damit du hier den Halt vom Baum hast. Ah.
Digga, ich der glaub, kennt nur PC-Stuhl. Ich glaube, ich krieg's nicht mehr hin. Der Typ ist so eng gekleidet und kann sich darum nicht... Ja, das ist eine richtig schlechte Ausrede. Ich fall um gleich. Ich muss kurz hier liegen bleiben. Natürlich musst du das. Jesus Maria. Oh mein fucking Gott. Jetzt eine Pizza Margarita. Oh mein Gott, wäre das geil. Scheiße. Jetzt stöhnt er wieder 3 Stunden rum. Scheiße. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, von hier hoch zu klettern. Das gefühlt so steil wie eine Wand. Hugo pisst da hinten erst. Guck mal, das ist der erste kleine Wasserfall. War schön da, okay, oder? Spider-Man. Oh. Was eine Scheiße. Oh mein Gott. Und ich denke mir halt, ich würde gerne mal den Weg wissen, wie Fritz sich das eigentlich gedacht hat. Mit dieser Energie von nichts so eine Kacke machen. Aber so ist es ja, wir wollen surviven, ne? Da ist das halt so, als Survivor. Verstehst du das? I'm a Survivor. Destiny Child. Du weißt ja nicht, wo der genau ist, der Koffer. Das heißt, du läufst und das fickt deinen Kopf. Du weißt nicht, wann das Ende kommt. Du weißt nicht, ob die Energie langt, die Stars, hast du nicht gesehen. Ich weiß aber nicht, warum ich das so sehe, oder? Du läufst und das fickt deinen Kopf. Du weißt nicht, wann das Ende kommt. Du weißt nicht, ob die Energie langt, die Stars, hast du nicht gesehen. Ich weiß auch nicht mal, ob auf der Tonaufnahme auf jeden Fall hier unten lang, oder? Das ist doch viel smoother als hier irgendwo über den Berg. Gesagt wurde, rechte Seite, linke Seite vom Wasserfall. Das ist halt leider sehr schlechtes Bild. Auf jeden Fall hier lang, definitiv. Und nicht hier irgendwie über den Berg. Was sieht man denn im Wasserfall schon? Nee, Alter, Amenas Sicarium, wie soll ich denn hier hinkommen, Alter? Aber mega schön da, es erinnert mich so ein bisschen an Thailand. Oder Kanada dann. Ja, ich bin umgefallen, aber ich habe eine Regenhose an, Digga. Weil ich ein Survivor bin. Oh Gott. Oh, das hat jetzt gerade eine ganze Energie gekostet. Ah, das war auch echt nicht schlau, war Uwe. Das war auch echt nicht schlau mit deinen Quadratlatschen. Aber auch das muss man lernen, dass solche Dings rutschig sind. Weil ich ein Survivor bin. Oh Gott. Keine dummen Risiken. Ja. Oh, das hat jetzt gerade eine ganze Energie gekostet. Oh. Ja. Dritter Tag. Aber guckt euch mal an, wie viel. Das sieht aus wie Schwemmholz. Noch nichts zu fressen. Aber das kann gar kein Schwemmholz sein. Da muss hier Kletteraktion machen, Digga. Den scheiß Werkzeugkasten. Wie kann man Hugo allein auf einer Seite lassen? True. Ich bin gerade dabei, da oben ein bisschen Holz zu machen. Den Hang hoch. Da unten ist unsere Abschlussstelle. Ja, den Hang hoch, den Hang runter. Immer. Mit ganz langsamen Schritt. So ein bisschen wie bei Höhenkrankheit. Und der Körper reagiert jetzt auch so ein bisschen auf die Energielosigkeit, ähnlich wie bei Höhenkrankheit. Ich merke, dass ich einen sehr schnellen, hohen Puls habe. Aber sonst ist die Energie da. Soweit bin ich eigentlich zufrieden mit meiner Vorbereitung, mit meinem Training. Passt soweit. Ja, geiles Setting. Mindset ist gut. Wir alle wollen da durch, wir alle wollen das schaffen. Und es gibt keinen Grund aufzugeben, da kommt jetzt auch gleich Sonne hin. Das steigert dann nochmal die Motivation. Wenn nur manchmal das Zwischenmenschliche nicht wäre, aber das gehört halt auch irgendwie dazu. Und im Zweifel können wir es ja immer noch so machen wie beim Absturz der argentinischen, glaube ich, Fußballmannschaft in den Anden. Die haben ja irgendwann Kannibalismus betrieben, also
wenn sich jemand zu sehr von der Gruppe absondert, haben wir zumindest kein Problem mehr mit der Nahrungsbeschaffung. Falls jemand meinen Humor nicht versteht, das ist ein Witz, okay? Witzig. Zumal der Widerweg gegen Stefan war. Der Witz. Boah, fuck. Oh, Handgelenk. Wo ist Hugo? Hugo? Ach du Scheiße, er ist weg. Wenn der verlaufen ist, ne? Aber voll schön da auch. Hier mit den Steinen hier hinten und so, das ist schon schön. Das heißt, den ganzen Farn hätte man essen können. Krass. Wo ist Hugo, verdammt? Ich liege hier seit 5 bis 10 Minuten. Ich kann nicht wieder aufstehen. Es geht nicht. Ich bin noch richtig blass, glaube ich. Ich brauche was zu essen. Ich bin die letzten Tage viel zu viel gegangen, gerannt, hoch, runter. Kein runterholen, nur hoch, runter, Berg. Ich hab mich überanstrengt. Scheiße. Ich versuche jetzt irgendwie noch zu Uwe zu kommen. Ich glaube, der ruft mich, aber ich kann nichts machen. Das mit Seba richtig, glaube ich. Ja! Hugo! Ich hab den scheiß Werkzeugkasten. Ja, geil. Oh, es ist wie nur Gassos. Ja, nicht ganz so, aber. Ach, nicht mal ansatzweise. Komm, wir wollen nicht übertreiben, ne? Ja. Das ist halt auch so ein Ding. Uwe hat übelst Bock, hat Motivation, hat das Mindset. Junge, sag dem mal, Uwe, hol mal jetzt eine Stunde Holz. Der haut dir dann eine Palette Holz hin. Oh. Aber er braucht aber so auch Anweisungen. Ich werde mich dafür auch heute nicht mehr bewegen. Ich will wie ein König bitte behandelt werden. Da ist die Kiste. Könnt ihr sie sehen? Da. Wo ist Hugo, Mann? Entweder hat das Team das Ding mit dem Heli abgelassen, Alter. Oder irgendeiner hat 10 Kohlenhydratenriegel gegessen und sich gedacht, komm, ich mache eine kleine Expedition. Auf den, ich habe nichts zu tun in Neuseeland, weißt du? Oh, das ist echt ein Krampf mit kein Fressen im Bauch, null Energie, das zu machen. Also das ist so ein Kopffick, weil man denkt so, ah, ich muss halt die nächsten Tage auch mal was machen. Jawohl, wie geil ist das denn? Der hat einen scheiß Knoten gemacht, Digga. Digga, will der mich verarschen? Der Knoten ist so steif wie mein Schwanz, Alter. Yeah, man! Oh. Geil! Hugo! Wo ist der Typ, Alter? Der chillt seine Nuggets. Ich glaube, der wartet oder so. Irgendwas stimmt da nicht. Ich muss mir Sorgen gerade, der Junge. Ich bin komplett gefickt. Und das ist so eine Situation, wo ich mir denke, wie? Wie? Wie kann man so blind in eine Situation rennen? Ich weiß nicht, was ich hier mache. Nein! Mein Schuh! Fuck! Was mache ich hier? Scheiße!
Wie ist er denn da auch hingekommen? Ich verstehe es auch nicht so ganz. Ist er von hier unten irgendwo von hier rüber dann? Oder? Fuck! Ich bin Trip, Digga! Oh, Gott! Woanders kann der, wo ist der denn lang? Ich verstehe es nicht, wirklich nicht. Ich bin Trip, Digga! Oh, Gott! Macht für mich gar keinen Sinn. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Runter kann ich nicht, weil es ist zu rutschig. Hier wird er lang sein, oder? Hier, so? Alter, Striker. Was ist das? Und hier, liebe Kinder, seht ihr, wie ihr es nicht machen sollt. Scheiße! Übrigens war ich ein bisschen enttäuscht, hier Chaos zum Beispiel, dass bei der neuen Weltreisefolge mit dem Vulkankrater, die auch oben angepinnt ist, bis jetzt noch keiner meine krassen Animationsskills mit Dinos und Löwe erwähnt hat. War ein bisschen traurig. Digga, es ist so tief. Man muss doch nicht verstehen, wo der lang rennt. Geschafft. Oh mein Gott. Ich werde umfallen. Scheiße, ich werde umfallen. Ich werde umfallen. Ich werde umfallen. Ich werd Na, das haben umfallen. Wir ja gerade gesehen, Abaddon. Aber schön da, guck mal. Du kannst das lassen, die Perspektive. Schön. Besser als diese. Der ist da mit Absicht reingeklettert, um es an Drama zu zeigen. Hugo, wissen wir doch, ist Schauspieler. Der denkt nicht. Ja. Guck mal, Stefan ist schon... Alter! Stefan ist schon weiter als die beiden, rein theoretisch. Siehst du das? Gut, die krauchen halt da sonst wo lang und er läuft durch den Wald, aber... So, Leute. Selbe Arbeit. Nee, gleiche Arbeit, gleicher Tag. Heißt das so? Ja. Aber wir sind schon voll zurecht... nicht zurechtgekommen, sondern vorangekommen. So. Ja, voll. Wir sortieren hier einmal nach kleinen Hölzern. Das ja. Ist perfekt, um das Feuer so richtig zu entfachen. Dann hier so kleiner Daumen groß, kleiner Finger groß. Dann so, das ist schon eher Daumen, noch größer. Und da sind halt die dicken Dinger. Ja, und wenn wir gleich eine Säge... Was ich halt auch nicht verstanden habe, Leute, man muss doch das Holz nicht unbedingt durchbrechen. Man kann es doch auch nachschieben. Kennt ihr die Nachschiebetechnik? Das funktioniert auch, wenn man es kontrolliert macht. Hab ich nicht ganz verstanden, ehrlich gesagt. Haben, dann können wir die hoffentlich zersägen. Ja. Das wäre richtig geil. Oh, das ist schon heftig, wie viel wir gestern verbraucht haben. Das ist nicht zu unterschätzen. Deswegen brauchen wir heute genauso viel, doppelt so viel, weil wir den ganzen Tag heizen. Ja, Ember. Blöd nur, wenn man nichts mehr zum Nachschieben hat. Boah, mehr geht nicht. Ich habe richtige Beule an meiner Nase jetzt, kann das sein? Ja. Habe ich echt? Die ist auch weiß. No way. Ja. Alter. Ja, durch die GoPro an. Ja, ich spüre richtig so eine fette Beule. Aua, die tut unnormal weh. Junge, was bin ich eigentlich für ein Idiot? Da wurde halt jetzt gerätselt, ob die da gebrochen war oder angebrochen oder so. Schwund. Nee, wie heißt das?
Erst habe ich Schrund. Wund, ja? Keine Ahnung, das unter meinen Titten. Ja. Erst sind meine Titten wund, dann sind meine Lippen wund und jetzt ist meine Nase. Wund. Schund, kaputt. Ich wollte irgendeinen Reim finden, aber habe ich nicht. Junge, kann man das erkennen? Ich bin ein Wrack, wenn ich hier rauskomme. Ach du Scheiße. Ich glaube, Hugo hat mich im Stich gelassen. Kofu, Mensch, du lebst da noch. Herzlich willkommen. Ich glaube, er hat aber keine Power mehr. Danke für den Raid. Weil das ist hier schon eine andere Liga. Hugo! Hugo! Ah. Ah. Da ist er. Hey! Na dann, viel Erfolg und Durchhaltevermögen. Er freut sich gar nicht, der Sack. Was habt ihr denn gezockt? Was ist los? Komm, ich brauch was zu essen. Na, ist komm. Du hast umgekippt. Meine Hände kriegen kein Blut mehr. Doch, kriegen sie. Nein, da sind so Ameisen drin. Kribbelt die Hand? Komm, Digga, wir müssen jetzt los. Du musst dich jetzt raffen, ganz langsam. Ich kann wirklich nicht. Doch, kannst du. Mach nicht den jetzt. Wie Joey gesagt hat, wie ein Zombie musst du ganz langsam. Das Ausschlag, Matze, die hat der Ausschlag. Zum Koffer hin, das war noch viel krasser. Das ist jetzt normaler Fußweg jetzt nach Hause hier. Gehweg, Richtung Bushaltestelle. Gerade Straßen, ganz langsam schlendern, mit Musik im Ohr. Komm. Drama Queen ist nichts gegen Hugo. Und atmen nicht vergessen, Hugo. Immer schön atmen, wie beim Fußball. Oh. Oh Gott. Ah. Meine Werkzeugkasten ist echt andere Liga. Das kann aber auch schief gehen. Aber geil, lachen kann er doch so. geil. Ey, pass auf. Hallo Lene, Grüße. Schon, dass die Kraft ein bisschen nachlässt. Hat er aber was hat er gedacht? So. Was hat er gedacht, was passiert, wenn er das so wirft? Fuck. Gute Nacht, Kofu. Oh. Ich merke schon, dass die Kraft ein bisschen nachlässt. Hat er sich dann wirklich so Fuck. Stemmen muss oder sowas. Ist nicht mehr ganz so einfach. Oh, ich bin schon wieder so gehässig. Ich bleibe dabei, dass es sinnvoll gewesen wäre, ein paar größere Steine umzupositionieren, dass du eine künstliche kleine Steinbrücke hast. Bleibe ich dabei. Du musst so oft darüber. Hier liegen noch genug rum, Alter. Die gucken alle aus dem Wasser raus. Klar, darfst du jetzt nicht zu groß nehmen, die kriegst du nicht hoch, aber... Ich weiß auch nicht. Ich hätte es probiert.
Weil mit 2-3 Leuten, da bist du ratzatz fertig. Ach Mensch, jetzt reicht's mir, okay. Ganz langsam, Digga. Licht am Ende des Tunnels. Biber gefragt, ob er Brücke baut. Licht ja. Am Ende des Tunnels, sehr gut. Sometimes I wish I were fun. Oh. Manchmal habe ich das Gefühl, ich mache die mit Absicht für die Klicks. Gerade vom Hauptbahnhof. You remember what's up, man? Denkst du, ich darf mir ein paar Erdnüsse schnappen? Ja, ich habe auch dran gedacht, dass du eine Erdnuss kriegst. Komm, wir sind bald da. So, merkt euch mal, wie kaputt der Hugo jetzt war. Ja, ist noch wichtig für weitere Folgen. Los. Auch beim Lagerfeuer hat er ein bisschen geweint. Und jetzt auch nochmal körperliche Schwäche, innerliche Schwäche. Diese Kombination ist nicht gut. Er braucht jetzt ein Erfolgserlebnis. Gleich wieder da. Eigentlich sollte das dieser Koffer sein, aber ich glaube, das langt ihm nicht. Wir müssen ihm, glaube ich, die eine oder andere Erdnuss verpassen. Er so ein bisschen das Gefühl hat, okay, ich bin hier sicher. Irgendwie so. Da hinten. Ist Joe, ich weiß nicht, macht er da eine Katzenwäsche? Was macht er da? Joe! Scheiße, warum habe ich ihn angesprochen? Jetzt will er meine Hilfe haben. Was soll ich alles tun für die Crew? Let's go. Bin gerade an hier, falls er ins Wasser fällt. Versuche ihn hier dran vorbeizuschmeißen. Ja, lang. Perfekt, kein Problem. Was geht? Ich bin's wieder. Euer Flying Uwe. Flying Uwe ist back, Mann. Alter. Junge, Flying Uwe einfach wieder daheim. Wie lange war ich weg? Boah, du warst todeslange weg. Ja, Hugo hat einen Aussetzer. Wie, Aussetzer? Also in der Mitte ist er, konnte nicht mehr. Wie, und jetzt? Wo ist er? Er kommt, liegt da unten. Ach, scheiße. Okay, dann lass Bist du alleine weitergelaufen? Ja. Okay, habt ihr schon reingeguckt? Ja. Ist eine Säge drin? Junge, mach nicht Uwe, so spannend. Uwe, bitte mach auf. Warte. Ey, ich hab mir vorhin richtig die Fresse gestoßen. Guck mal bitte. Echt, ich auch heute Nacht hier am Flügel. Da, der Flügel? Ja, der Außenflügel. Ja, genau, der rote. Ja, ich schwöre. Ja, da war ich auch schon. Ja. Zweimal dran. Hammer. Joey, komm gucken. So, meine Süßen, kommt her jetzt. Oh, zeig was. Oh, mein Gott. Oh, das ist. Wir haben Schnur, wir haben eine Säge. Oh, ja, Mann, eine Säge, Alter. Warte, wir haben noch eine Säge. Oh, noch eine Säge. Oh, mein Gott. Oh, und gefrorene Schrauben. Cool. Und so, dann haben wir hier. Die kann man geil fürs Angeln nehmen. Oh mein Gott, wie geil. Ja, das ist zum Angeln Dübel. Richtig nice. Hier nochmal das Gleiche. Geil. Wir müssen auf jeden Fall angeln, sonst ja, ja, wir sterben ja nicht angeln. Doppelseitiges Klebeband, vielleicht kann man damit, ich weiß nicht, scheibentechnisch. Oh, Hammer. Und das Geilste jetzt, weil wir Angst um unser Feuer haben. Hier. Oh mein Gott! Ja! Ja, Mann! Ein fucking Feuerstahl. Genau. Oh mein wie Gott. Geil. Mhm. Ey Sandra, dann können sogar wir Nachtwache machen. Und Gummiband und alles, was dazu gehört. Ey, ist das nice. Ist das geil. Halleluja, Mann. Das war aber auch wichtig. Geisteskrank. Weißt du, was das für ein Weg ist, Alter, gewesen war? Boah, ohne Witz, ich schwöre dir. Schlimm? Der war wirklich hart. Ja, ja, der war richtig hart. Boah, das danke, Mann. Richtig. Aber es hat sich gelohnt. Wir mussten durch Gebirge, das war nur Gebirge und Wasser und... Zehnmal verschlafen. Ich geb dir eine Umarmung, okay? Komm her. Digga, ich bin so stolz auf euch. Digga, heftig. War zu krank? Komm, leg dich hin. Feuer ist an. Oh mein Gott! Joe! Alles gut, Joe? Hey, Joe! Ist dir warm? Viel zu warm, viel zu warm. Ich dachte, dann gehe ich gleich mal baden. Du bist wirklich... Joe, wir haben Feuerstahl. Echt? Und Nadel und Faden. Ganz viel Nadel und Faden haben wir. Zwei Sägen. Zwei Sägen haben wir. Hier, könnt ihr auch alle nochmal reingucken. So, die Säge wird jetzt ausprobiert.
dauert halt irgendwie, aber ja, wenn man nicht die Kraft aufwenden will, ja, dauert es, aber die ist richtig gut, glaube ich. Ja. Ja, nur bis zu dem Punkt, wo man abbrechen kann. Ja, so. Ja, geil. Und Hammer, das was habe ich verpasst? So, oh, nice, Mann. Mein Kopf nuss im Angebot. Hugo, kleines Live-Update. Wie geht's? Beschissen. Der Weg war heftig, ne? Der Weg war heftig. Ich hab die ganze Zeit Sodbrennen. Ich gehe viel zu viel. Viel zu viele Kilometer gelaufen. Für die, dafür, dass man keine Kraft hat, ne? Ja. Ich schwöre dir, ja. Ich habe gerade mega Heißhunger auf was Süßes, deswegen musste ich mir jetzt noch einen Erdbeer-Eiweiß-Shake machen. Und ein bisschen Hunger habe ich auch noch. Also ich sag mal so, ich will ja nicht anstiften oder so, ne? Aber ich glaube, jeder kann sich hier mal eine Erdnuss rausnehmen. Ja, aber das sei denn, wir ziehen durch. Was sagt Joe? Ich zieh durch. Okay. Ich hab was zu essen. Dann zieh ich auch durch. Was hast du? Wir haben Kraut, ne? Kraut, ja. Okay. Ja, Digga, dann zieh ich auch durch. Ja? Okay, aber Hugo darf. Auf jeden Fall. Hugo darf. Hugo kriegt. Der muss bleiben. Genau, Hugo muss bleiben. Hugo, das gibt jetzt 300 Kalorien. Eine Erdnuss hat 100 Kalorien. 11. Warte mal, ich muss dir Ganze geben. Ja, mach Hand auf. So. So. Jetzt hätte ich auch Bock auf eine Erdnuss, ehrlich gesagt. So, du bist auch Zeug, ich pack das alles hier wieder rein, ne? So. Ich esse das jetzt, ich esse alle drei. Mach einzeln. Oder mach sie zur Hälfte. Und dann einzeln. Oh mein Gott. Ist gut? Geh nicht, Sascha, setz dich schön 15 Minuten hin, spalte sie noch. Was waren jetzt drin im Koffer, Chat? Also quasi 4. Weißt du, ich meine? Ja, geil. Geil, das ist Wertschätzung, ne? Geil. Geil, das ist Salz. Ja, genieß das. Es sind ganz viele Mineralien. Zwei Segen, Angelschnur, Feuerstahl. Also es geht, wir sind im dritten Tag, die Sonne und es läuft einfach fantastisch. Das System, jeder, guck mal hier, die Mädels haben innerhalb von ein Drittel der Zeit wie gestern Berge hier an Holz geschaffen. Da ist System direkt, alles läuft, die Stimmung im Team ist fantastisch. Joe ist Bill Grylls und gleichzeitig Van Hoof, der Iceman. Und was? Stefan wird einfach ignoriert, oder was? Der ist ja gar nicht da, oder? Das ist, ey, ohne Schuhe! Sandra, ich sag dir eins. In 12 Tagen laufen wir alle barfuß. Wir baden im See jeden Morgen. Ja, wirklich. Macht ihr euch lustig über mich? Nein. Joe, du bist Hero, wirklich? Hero unterwegs. Du bist deutsche Maschine. Uwe, ich nehme mal die Säge. Ja. Ich mach mal ein paar Bäume. Nee, Uwe war schon immer normal. Einer von uns. Der war ja hier mal, ich habe das glaube ich schon mal erzählt, der war hier mal im Chat bei mir, weil der mich noch von früher vom Musikmachen kennt. Und hat dann auch gesagt, ey, du bist doch der und der. Und dann habe ich ja gesagt. Und dann hat er sich gewundert, weil keiner im Chat ihn kannte. War wahrscheinlich irgendwie in die anderen Chats, in die er auf Twitch so rumspringt, dann alle gleich so, oh mein Gott, Uwe, hey Uwe, hey Uwe. Und hier so, wer ist das? Idee witzig. So. Darf ich fragen, Uwe, wie alt bist du? Ich bin 37. Ah, okay, du bist älter, als du aussiehst. Ja? Ist ja, vielen Dank. Nee. Ich hätte gedacht so 30, 32, aber cool. Ende 30. Ja, geht langsam wie eine 30. Respekt. Also. Geht schneller als man denkt. Jetzt noch nichts. True. Warte, bis du 50 wärst. Ja. Dann geht's richtig bergab. Wow. Dann bist du halb tot schon.
voll mit Stärke. Das sind die Karex-Wurzeln. Mhm. Und die schmecken sogar ziemlich geil, das heißt das Zeug. Krass. Und das lege ich jetzt gerade in die Glut, dann kriegt jeder so ein Probierrille schon mal. Mhm. Und ja, um halt so den Hungerast so ein bisschen zu überwinden. Mhm. Einfach rauskauen. Genau, ja. Und es schmeckt auch noch ziemlich geil. Was ich aber auch nicht verstanden habe, ist, warum sie sich halt wirklich nicht, Sandra hat das doch gesagt, klein schnippeln und wie so eine Suppe machen quasi. Also wie so ein Eintopf. Aber das machen die ja leider nicht. Das stimmt, Abradon, das stimmt. Das ist natürlich eine absolute Wahnsinnssäge. Irre. Saugeil. Saugeil. Das ist... Gamechanger. Zehnmal leichter. Zehnmal leichter. Das stimmt allerdings. Das ist das Ding. Wir leiden zusammen und wir feiern zusammen. Ja. Okay, wer alleine leidet, feiert nicht mit. Das ist das Scheißding. Das ist halt wieder gegen Stefan. Das kann man auch nicht schönreden. Ich versteh's ja, ich will mich auch nicht auf irgendeine Seite stellen. Für mich sind beide verkackt bei dem Projekt, so meiner Meinung nach, bis jetzt. Beziehungsweise, was heißt bis jetzt, haben beide verkackt. Aber das ist auch wieder 100% gegen Stefan. Zusammen und wir feiern zusammen. Ja. Jetzt. Okay, wer alleine leidet, feiert nicht mit. Das ist das Scheißding. Das stimmt, ja. Deswegen habe ich hab das auch gerade gesagt, irgendwie ist das Schlimmste, was ich hier gemacht habe. Aber die Erfolge zu feiern ist irgendwie auch geil. Ja, ich ja. habe mich noch nie über so einen Koffer gefreut mit Nadelzeug. Ich würde wirklich vorschlagen, dass wir den Feuerstall an einer sicheren Stelle deponieren, wo er nicht irgendwie versehentlich verloren gehen kann, wie irgendein Messer, das dann plötzlich aus dem Koffer verschwindet. Ja. Also das ist ja das Material, auf das müssen wir alle zugreifen können. Ich habe auch schon gedacht, auch die Sägen, wir brauchen die. Ja. Die kann nicht einfach einer mitnehmen. Ja, vor allen Dingen ohne es vorher zu sagen. Ja, also, ja. Wir brauchen das Tools. Wir brauchen einen sicheren Tools. Ort dafür. Ja. Weil wir haben, Energie ist begrenzt. Ja. Und mit diesen Tools können wir allein, guck mal, was die Mädels hier gemacht haben. Ja. Ey, das war und, sogar noch ohne Tools. Also ohne Tools. Aber jetzt, ja. Das ist einfach das Ding. Wir machen jetzt gerade Feuerholz und solange nicht der Jäger mit einem Hirsch hier zurückkommt, dass er auf den Kopf geknüppelt hat oder mit Mora gemeuchelt, was ich nicht vermute, heißt das, dass wir halt für uns gesorgt haben und das halt irgendwie schade ist. Und da habe ich eben die Sorge, dass er dann, wenn Flint da ist, wenn Feuerstahl da ist und Säge da ist, dass er dann sagt, okay, ich leise mir kurz aus und er ist jetzt 2 Stunden weg und wir können in der Zeit dann kein Holz weitermachen. Okay. Und wir machen das so, wenn er mit einverstanden ist, ich rede mit Uwe, entweder Uwe oder ich, weil er ist der Konflikt, ja, Punkt. Ja. Und bei uns ist Stopp. Ja. Lass uns mal einfach lieb reden. Ne? Und deswegen, wenn Uwe kommt, wir gemeinsam das als Meinung sind, dann... Wird halt auch schon wieder ohne ihn geredet. Das ist halt so, weiß ich nicht, schwierig. Also Säge und Feuerstahl auf jeden Fall nicht verschwinden, weil das ist... Ich sag auch, euch, auch die Messer eigentlich. Eben. Ich weiß nicht, ob ich in 2 Tagen immer noch ohne Essen, ohne wenig Schlaf genauso schaffe, nochmal in der Zeit so viel zusammen zu... Okay, wir machen einen Plan. Da hinten, noch ein Stück weiter, da ist gerade das Flugzeug. Die Sonne geht immer von hier vorne auf. Und wir bekommen hier natürlich ganz zum Schluss erst das Licht. Jetzt schau mal hier. Schau, wie schön das hier ist. Unrecht hat er ja nicht. Aber da steht doch auch kein Baum, den du zum Beispiel als Stütze für ein Shelter benutzen kannst. Das heißt, du musst wieder so ein Dreibein-Kack machen. Das ist für 7 Leute unrealistisch. Oh. Ist halt auch gefroren, ne? Hier drüben aber nicht mehr. Da drüben auch nicht. Gefühlt 10 Grad wärmer. Minimum. Na, durch die Sonne ist ja klar. Ja, 10 Grad reicht nicht. Das ist wie ein verdammter
Tiefkühlschrank da drin. Geiler Scheiß. Ich glaube, das wäre so ein Punkt gewesen, jetzt hätte er sich vielleicht noch, aber da hätte er den ganzen Tag nicht rumpimmeln dürfen, von der Gruppe absondern können und noch sein eigenes Ding machen können. Aber hat er ja auch nicht. Aber jeder von uns würde da reden, auch du, Chris, würdest da mitreden. Ich hätte auf jeden Fall schon Stefan zur Seite genommen, ehrlich gesagt. Also ich meine, das ist ja jetzt Tag 2, richtig? Tag 3? 2, oder? Und jemand, der die ganze Zeit gefühlt nichts macht, hätte ich schon was gesagt, auf jeden Fall. Hätte auf jeden Fall schon mal wenigstens einen Spruch von mir bekommen. Netten, aber schon gestichelten. Machen wir heute auch noch was oder sowas in die Richtung? Hier hört man sogar noch grillen. Völlig absurd. Bei den Temperaturen. Aber haben die mal einen Fisch gesehen? Der Bach ist doch ziemlich flach. Da muss man doch mal einen sehen. Doch, einen Fisch hat man doch gesehen. Scouten ist ja nur auch nichts. Nicht nichts. Ja, aber nicht 2 Tage lang. Und dann immer dieselbe Region. Der geht ja nur immer in den Wald da rein. Mehr macht er ja nicht. Immer. Ja, der hätte uns einmal zeigen können, was er Tolles bauen kann und hätte seine Ruhe gehabt, ja. War jetzt nur darauf bezogen, die reden wieder ohne ihn. Naja, aber die reden, also, ja, reden sie, und aber wieder geht das Gespräch von Joe aus, muss man auch dazu sagen. Tag 3 sogar. Der labert halt auch nur. Ja. Zum Bohren in den Wald gegangen, ja. Geil. Ich feier's gerade, wie schön warm das hier ist. Wie angenehm. Ja, und jetzt gerade, wo du da bist, ist ja schon wieder nicht Krisengespräch, aber Gruppengespräch und Planung. Und wer ist wieder nicht dabei? Stefan. Es würde sogar Sinn machen. Aber ja, die haben doch einen Fisch gesehen, Chaos. Gesehen. Sogar auf Aufnahme. Da ist direkt dabei. Folge 1 sogar. Da hast du Holz. Da hast du richtig Holz. Du hast hier richtig Sonne. Du hast hier ein richtiges Wasserbecken, du hast alles da. Aber mich hätte mal gewundert oder mich hätte mal interessiert, was für ein Shelter er da hätte bauen wollen. Da musste ja quasi so ein Shelter bauen, wie Papa Platte und Reese hatten. Also so ein Dreibein-Shelter. Na gut, man könnte mehrere bauen, ums Feuer rum, wa? Das wäre vielleicht gegangen. Aber ob das jetzt deutlich wärmer ist, ich weiß nicht. Vom Wasser, wenn du Wasser trinken willst, kurze Wege. Schau mal, wir müssen jetzt den Berg da runter, um Wasser zu holen. Warte, den da. Das müssen wir jetzt alles runter, um Wasser zu holen. Ziehst du da hinten den rauf? Jedes Mal runter, rauf. Das habe ich sowieso nicht verstanden. Hier vorne machst du den Übergang. Das reicht ja, jetzt haben sie eine Säge. Es reicht, wenn du 3 Stämme, müssen ja nicht dick sein, übers Wasser legst, so dass du mit den Füßen nicht direkt unter Wasser tauchst, dass du hier hinten einen Übergang hast. Und hier ist flach. Hier gibt's einen Übergang. Und dann gehst du hier rüber, gehst hier wieder rüber und bist am Briefkasten. Du sparst dir den ganzen Weg über den... Das habe ich schon zu Angie gesagt, das raff ich nicht. Also ich bin ja auch jemand, auch auf Arbeit und so, ich gucke immer optimieren. Wo kann ich Zeit sparen und habe weniger Arbeit? Und komme ans gleiche Ziel. So, ich bin sehr, wie sagt man, sehr lösungsorientiert und sehr optimierungsbedürftig. So. Und jedes Mal den Berg hier hochkraxeln und dann hier hinten wieder runter, hätte ich gar keinen Bock. Ich hätte mir hier irgendwie so einen Übergang gemacht, wie gesagt. Lass es Steine sein, lass es irgendwie Holz, 3 Dings rüber, dass du so eine Mini-Brücke hast, was weiß ich. Die kann ja auch aufditschen aufs Wasser. Das geht ja nur darum, dass der Fuß nicht komplett unter Wasser ist. Die haben ja alle Regen- oder wasserfeste Schuhe an. Aber hier rüber, da wo es gerade ist, langlaufen und hier ist sowieso flach. Effektiv veranlagt, ja, sozusagen. Damit du mal eine Idee bekommst, wie bescheuert das alles ist. Ich weiß, ich soll nicht lästern. Ich soll so nicht reden, aber
Aber anstatt, hier sieht man es ja auch nochmal. Hier laufen die jedes Mal lang. Da laufen die jedes Mal lang. Anstatt hier unten, wo es flach ist. Und ich meine, hier kommst du ja wohl locker drüber. Also, das ist ja vielleicht 1,50. Lass es 2 Meter sein. Die Insta-Generation denkt nicht mehr so. Da wäre ich viel zu faul. Das hat doch auch schon, weil alleine mein innerer Schweinehund würde sagen, boah, Digga, du läufst doch jetzt hier nicht jeden Tag hier den Berg hoch und hier wieder runter. Guck mal, hier drüben ist gerade Fläche, da kannst du spazieren gehen. Das wäre schon mein innerer Schweinehund würde schon sagen, komm, wir suchen uns mal einen leichteren Weg. Das ist einfach mal geil, warum das doof ist. Ey, das ist... Genau, Digga. Wirklich frustrierend. Alter, küsst dein Auge, Brody. Mir einfach keiner zuhören will. Das ist wirklich... sehr frustrierend, muss ich schon zugeben. Brücke beim Briefkasten ist echt nötig. 2 links, 2 rechts. Einen fallen lassen. Ja. Man sieht das hier aber auch. Guck mal, hier zum Beispiel ist die engste Stelle. Siehst du das? Und das sieht auch aus, als würden hier schon Steine liegen, die rausgucken. Ich hab, oder hier auch. Ich verstehe immer nicht, warum die... Ah, die gehen immer gefühlt, oder hier sieht es auch so aus. Die gehen immer an so unmöglichen Stellen rüber. Ich verstehe es nicht. Aber hier vorne, man sieht das dann aus einer anderen Perspektive nochmal. Hier vorne ist quasi schon ein natürlicher Übergang. Dass du hier nicht drüber. Das kannst du mir nicht erzählen. Die suchen sich nur einfach immer mega dämliche Stellen aus, habe ich das Gefühl. Wo hat er denn gerade das Holz rübergeschmissen? Wo war das denn? Das war doch hier irgendwo, oder? Wo hat er das Holz gerade rübergeschmissen, wo er es nicht geschafft hat? Schön bei der Ausbuchtung oder wo war das? Stefan braucht keine Brücke, der läuft so durch. Ja. Habe ich schon erzählt, dass ich versuche, meine Partnerin zu überraschen und ein Upgrade für unsere Bali-Reise zu bekommen, für die Flüge. Seit fast 2 Wochen telefoniere ich jeden Tag. Hey, wieso, was willst du da machen? Business Class oder was? Wollte ich auch gerade sagen. So schön, dass wir unsere Arbeit hier machen, und zwar in der einfach komplett hier in der Natur. Und wir sind ein Team, wir kannten uns größtenteils vorher noch nicht und wir arbeiten einfach zusammen und schauen, dass es jedem irgendwie gut geht, und das ist irgendwie was, das unglaublich toll ist. Auch irgendwie nicht selbstverständlich ist, ich meine, die Leute, die kommen nicht aus dem Outdoor-Bereich, die kommen nicht aus dem Abenteuerbereich mit Ausnahme von Joey jetzt. Und die Zusammenarbeit, das Durchhaltevermögen, so dieses Durchsetzungsvermögen, das ist einfach genial. Alle machen zusammen, alle arbeiten zusammen. Und wir wissen, dass es nachts wieder kalt wird. Wir wissen, dass die Mädels sich eine gut isolierende Unterlage brauchen, Hugo auch im Flugzeug. Wir wissen, dass es das Wetter umschlagen kann. Wir wissen auch, dass der Sonne. Abraton, du weißt aber schon, was Business Class kostet auf einem Langstreckenflug. Ganz, ganz, ganz knapp hier ist, sehr bald wieder Sonnenuntergang ist für uns und dass wir dann im eiskalten Schatten sind, also buchstäblich eiskalt, bei Minusgraden, da unten ist schon wieder Schatten. Dabei haben wir nur das Plätschern vom Fluss. Wartet auf die 100%ige Bestätigung. Aber ohne Meilen gesammelt zu haben und so weiter, willst du Business Class buchen auf einem Langstreckenflug. Alle arbeiten zusammen, aber ihm ist wichtig, dass alles nach seinem Kommando läuft. Naja, er macht ja schon sinnvolle Calls. Das ist ja nicht, er hat ja auch nicht Ahnung. Das muss man auch dazu sagen. Und gerade Leute wie Julia, Sandra und Hugo, die brauchen Ansagen, selbst ein Uwe. Du musst die schon koordinieren, finde ich. Das macht er ja auch gut. Aber Stefan bleibt halt außen vor, aber Stefan will auch nicht. Ich habe es ein Dankeschön für Sie für das letzte Jahr. Danach ist wieder Sparen angesagt. Alter, das sind doch locker, also Minimum 8.000. Für einen Flug, Junge, 8.000, ist das denn ernst? Aus dem Trinkwasser holen und das Singen von Das ist aber wenig.
Abradon. Die meisten von uns wahrscheinlich noch nie gehört haben. Und das nur für den Flug, für hin und zurück ein paar Stunden. So viel Geld. Wäre es mir immer nicht wert, ehrlich gesagt. Oh, die Vögel. Ach, da oben sind sie sogar. Komplett absurd. Also schöne Geste, Abradon, nicht falsch verstehen, aber es ist halt ein viel Geld für Hin- und Rückflug einfach nur. Ich habe andere Vögel. Der Bellbird ist ein kleiner, nektarfressender Vogel, der in Neuseeland heimisch ist. Er ist wegen seiner schönen, glockenähnlichen Gesangs berühmt, von dem auch sein Name abgeleitet wird. Echt? Ah, was? 16 Stunden fliegt man nach Bali? Also, wenn man da rüber schaut. Ja. Die Wiese da drüben, ne? Ja. Die ist auf unserer Seite, auf die dürfen wir drauf. Ja. Da drunten ist es 5 Grad. Warum den Stefan dann aber nicht einbinden, entzaubern, das ist so dämlich, das aufrecht zu erhalten, aber bei der Witterung? Aber Stefan will ja auch nicht eingebunden werden. Stefan hätte jetzt ein paar Mal die Chance gehabt. Ich finde das, also Fritz, wie gesagt, guck dir mal Folge 1 von Fritz an. Von seiner Reaction auf Fritz, mein Nicke live. Der erklärt das richtig stark. Muss ich echt sagen. Da würde ich Fritz virtuell auf die Schulter klopfen. Der hat das saugut analysiert. Der drückt Pause genau an den Stellen. Und jetzt ist Stefans Möglichkeit, sich wieder in die Gruppe, in den Zyklus, in den Zirkel einzu, aber er macht's nicht und so. Er macht das richtig gut. Quebec, hast du das gesehen, die Reaction von Fritz? Grad wärmer ist hier. Okay. Mindestens 5 Grad. Okay. Da bewegt sich kein Grashalm. Das ist richtig geil. Alter, 19 Stunden insgesamt nach Bali, so lange fliegst du nicht mal nach Japan, hä? Noch nicht, gleich. Ist saustark, muss ich ehrlich zugeben. Du bist direkt am Wasser, direkt am Wald. Du musst keinen Berg hochlaufen. Genau, weil Stefan es nicht möchte und Joe auch nicht. Holst du ihn? Es ist quasi alles da. Alles. Und wir müssen ja immer zu diesem Briefkasten und wir dürfen ja nicht beim Briefkasten sein. Deswegen genau hinter diesem Hügel, diese riesige Wiese. Da ist es so schön. Da ist so ruhig und da hast du auch ein bisschen Leben, da hast du noch Grillen. Wir müssen uns das einfallen lassen, wie man das vielleicht verwerten könnte, weil es ist ja viel Eiweiß. Was meinst du jetzt? Die Grillen. Die Grillen essen? Ja. Okay, verstehe ich. Ich kenne mich damit nicht aus. Ja, du kannst ja essen, die kommen mal rösten, dann schmecken die wie Popcorn. Ja? Mhm. Und die laufen da rum. Du hörst sie so richtig. So wie man sich das vorstellt in so einem Westernfilm, ja. In so einem. Hörst du überall. Aber fang die mal. Da ist Joey aber schon jetzt auf dem Trichter, finde ich. Naja, der quatscht nur. Aber coole Aktion, Abradon, auf jeden Fall. Beide wollen Kommandos geben, weil sie sich für extrem bedeutend halten. Na, so würde ich das gar nicht sagen, Spaßvogel. Ich glaube, Stefan hatte schon gute Absichten. Joe, ja. Joe ist ein Alpha-Tier. Aber Stefan, glaube ich, hatte nur gute Absichten, aber ist halt auf Granit gestoßen, weil er halt zu schlechten Zeitpunkten abwesend war. Von daher. Okay. Und es sind große Wasserbecken da unten, sehr große Wasserbecken. Mhm. Das ist da vorne, sieht man, glaube ich, nicht. Na, also irgendwie so da hinten rum. Dieser schwarze Stein, schwer zu erkennen, ja. Genau, da geht dieser Bach entlang. Und da macht der Bach so eine Kurve so rüber. Aha. Und hast du richtig schöne, tiefe Wasserbecken. Okay. Also wenn wir die Chance auf Fisch haben, dann in solchen Wasserbecken. Dann setzen die sich zum Schlafen rein, weißt du, sind ruhiger, weil das Wasser, das drückt ja immer. Da erholen die sich halt, ne?
Ja, halt so untersteuern. Da müssen wir uns was einfallen lassen, wie wir Angelschnur machen können. Mhm. Da sagt ihr mir jetzt aber auch nicht, dass das im Koffer war, die Angelschnur, oder? Beispiel. Ich wüsste halt noch nicht so genau, was wir als Köder nehmen können. Weil Hagebutten kennen die ja hier zu Genüge. Ich weiß nicht, ob du damit noch jemand aus dem Loch lockst. Ich bin kein Angler. Ich kenne mich damit nicht aus. Ja. Okay. Aber das war echt ein krasser Marsch wieder mal. Richtig schön. Wie gesagt, da hinten ist es so viel wärmer. Da war hier alles noch im Schatten, da war da unten schon alles am Schmilzen. Okay. Und Ressourcen, du musst keine Berge laufen. Nachteil? Unser Shelter ist hier. Und Stefan, warum ziehst du nicht dahin, wenn das so überlege ich gerade. Okay. Tue ich tatsächlich gerade. Ich meine, du redest, ja. Aber du machst dich und das ist nicht gut. Deswegen, ja. Wir bleiben Freunde, ne? Wir sind erwachsen, wir sind die Älteren. Ja. Dann lass es mal einfach, musst dich einführen im Team. Ne? Oder du gehst dann. Jetzt versucht er eben das so ein bisschen klar zu machen. Du musst dich einführen. Also die Worte sind ja nicht schlecht, muss man ja sagen. Deswegen. Ja. Wir bleiben Freunde, ne? Wir sind erwachsen, wir sind die Älteren. Ja. Dann lass es mal einfach, musst dich einführen im Team. Ne? Oder du gehst deinen eigenen Weg. Das musst du ja entscheiden. Das überlege ich dir gerade. Also, das ist ja das, worum ich da gerade laufe. Genau. Deswegen entscheidest du das. Ne? Und deswegen, du siehst, hier geht viel ab. Ne? Viele Menschen machen viel. Ich sehe, dass sehr viel Kalorien verbrannt werden. Das sehe ich. Ich sehe, dass wir auf einem Plateau sitzen, wo es am kältesten ist von der ganzen Gegend hier. Tut mir leid. Das ist, was ich sehe. Und ich versuche nur, Lösungen zu finden, ja, okay, wie wir es wärmer haben können, dass es einfacher ist. Aber weil das okay, Holz da oben suchen ist ja nicht so einfach. Sandra, stopp. Ich brauche deine Kamera. Ja. Das muss ich leider filmen. So läuft das Geschäft hier. Ich filme doch. Weißt du? Ich weiß, aber wir brauchen einen zweiten Kamera. Also. Ja, Perspektive. Ich hab schon. So, weil dann will ich mal was dazu sagen. Da will ich mal was dazu sagen, ja. Schöner Cliffhanger auf jeden Fall. Schöner Cliffhanger. Ihr verbrachst jetzt nichts, wie gesagt, hier Cliffhanger. Zack. Muss nur mal aufpassen, weil die Musik, die da kommt, ist halt. Mag YouTube nicht so. So, Leute, das war's wieder mit Folge 4. Kann ich jetzt schon mal sagen, Folge 5 wird der Burner. Und, wird schön. Wird schön. Folge 5 können wir uns am Mittwoch angucken dann. Ja. Mittwoch. Weil morgen auf jeden Fall nicht, da will ich Life is Strange in vollen Zügen genießen. Wozu eine zweite Cam? Haben die Angst, der löscht was? Beweise. Beweise, Dicker, Habibi. Naja, wird spannend. Nächste Folge wird der Burner auf jeden Fall. So.